Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Nackt und Rosa, der Snapcast. Heute mit Folge 22. Und ja, es ist auch wie die letzten zwei Folgen schon. Wir sind ein weiteres Mal gesponsert von kartmarket.com, Europas größtem Handelsplatz für Sammelkartenspiele jeglicher Art. In erster Linie unser Lieblingsspiel, Magic the Gathering. Ja, und wir haben heute auch wieder einen Gast. Und ich habe trotz allem erstmal auch auf unserer Seite einen Stammgast bei mir sitzen. Es ist so, er nistet sich mittlerweile ein. Hallo Dani. Hi, grüßt euch. Ist gerade aus dem Schlafsack hinten in die Ecke gekommen. Genau, eigentlich wohne ich bei Martin, ja. Ist eigentlich schon eingezogen, genau. Das Klingelschild haben wir auch schon getauscht. Genau, aber wir haben den Gast und über den freue ich mich auch wieder. Also wir kriegen ja wirklich mittlerweile so viele coole Gäste. Ja. Und es ist ein weiterer cooler Gast, auf den ich mich enorm freue. Ich sage das immer wieder, aber ein weiteres Schwergewicht der Magic-Branche. Ja, doch, tatsächlich. Aber wir schaffen es ja immer punktuell, die Sachen zu finden, ja, die so Spaß machen. Also wir nehmen ja nicht immer nur im gleichen Gebiet die Leute und stapeln die einfach, sondern ich finde, wir haben da schon ein ganz gutes Händchen dafür, ja, denn wir sprechen heute mit Kai alias Solaris und sagen Hallo Kai. Ja, hallo ihr beiden. Vielen, vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich heute bei euch sein kann. Ich freue mich sehr, auf jeden Fall. Sehr schön. Wir freuen uns. Die Einleitung mit Schwergewicht ist auf jeden Fall sehr passend. Das habe ich aber nicht auf die Körperform bezogen, weil dann bin ich auch an Schwergewicht der Branche. Dann lege ich jetzt noch nach, dann sind wir alles Schwergewicht. Dann machen wir es auch ganz einfach. Nein, aber wir meinen, glaube ich, schon wirklich ganz gewiss dieses Schwergewicht, was du tust. Warum würde ich so gerne heute in der Podcast-Folge haben mit deinem Hintergrund? Der ist nämlich für Magic unfassbar spannend. Er deckt mal eine völlig andere Seite ab, die wir noch gar nicht so tatsächlich beleuchtet haben. Aber wir finden sie unfassbar interessant und deswegen freuen wir uns enorm, dass wir dich hier haben. Aber bevor wir jetzt quasi in unser Interview gehen und ins gesamte Gespräch mit dir in den nächsten Minuten, ich hoffe auch ein bisschen mehr wie eine Stunde, haben wir natürlich nochmal auch aus der letzten Runde unsere Verlosung. Wir möchten ja wieder unseren Coupon loswerden. Das heißt, wir haben das Glück, dass wir jetzt nochmal an der Stelle eben unsere Verlosung starten können. Und dann würde ich doch mal mit dem Prozess beginnen. Wie auch beim letzten Mal haben wir wieder 6 Teilnehmer, die sich über die Kommentare für dieses Gewinnspiel quasi legitimiert haben. Wir haben auf Position 1 den Rank Philipp, die Position 2 nehmen wieder herumkommandiert ein, Tobias Hadi ist auf der 3, Suxarami ist die 4, Otto Kaiser ist die 5 und Arctus Frost ist die 6. Und ich würde mal mit einem W6, der natürlich jetzt perfekt passt, den Gewinner ermitteln. Wir haben die 4, das ist Suxarami. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle für den 8-Euro-Coupon von kartmarket.com. Ja, und dann würde ich sagen, wir machen mal weiter im Programm und wie ihr bei dem nächsten Gewinnspiel teilnehmen könnt, das erfahrt ihr natürlich jetzt im Laufe dieser Podcast-Folge. Ja, und damit würde ich sagen, lasst uns doch mal ins Interview gehen. Wir haben eben, wie gesagt, Solaris hier zu Gast und wir machen es immer eigentlich völlig identisch beim Interview, wenn wir Gäste haben. Wir lassen den Gast immer erstmal natürlich so ein bisschen was über sich erzählen und natürlich in erster Linie, klar, den Magic-Bezug so leicht auch ein bisschen mit einbinden. Aber erzähl doch mal das, was du von dir so alles erzählen möchtest und natürlich den Bezug zu Magic natürlich auch gleich hinterher schicken. Okay, ja klar. Also ich bin Kai, 32 Jahre alt. Ich wohne in Münster, habe dort auch Mathematik und Psychologie studiert und bin, glaube ich, von klein an relativ nerdig erzogen worden. Vater Informatik, Mathematiklehrer. Ich habe schon irgendwie mit 3, 4 Jahren vorm selbstprogrammierten Commodore 64 Rechenprogramm gesessen und da lag die Affinität sehr nah und das hat sich dann auch irgendwie sehr, sehr lange so gezogen. Und Magic ist tatsächlich bei mir seit 2010 sehr relevant. Ich habe das als kleines Kind mal, ich habe Pokémon gerne gespielt. Und dann habe ich als kleines Kind, war ich dann mal in so einem Spieleladen und habe neben den Pokémon-Trading-Cards plötzlich auch Magic-Karten entdeckt. Aber ich hatte keine Ahnung, wie die Regeln sind. Und dann habe ich, das war damals zu Portal-Zeiten. Ich weiß nicht, das ist schon ewig her. Ich weiß schon nicht mehr, wann das war. Ich war auf jeden Fall super jung. Und da habe ich einfach nur geguckt, boah krass, boah, 11-11. Da war irgendwie so eine ganz, ganz teure Karte, die super schlecht war, aber sehr viel Power und Toughness hatte. Aber ich hatte keine Ahnung von den Regeln. Das war mein erster Kontakt damit. Und so richtig mit Magic in Kontakt gekommen bin ich dann auch während des Studiums. Ein
ein Mitbewohner von mir, der war sehr, sehr, sehr investiert in Magic. Hat wirklich, also hier in der Nähe von Münster gibt es so in Dülmen so ein etwas größeres Turnier auch tatsächlich und das findet regelmäßig statt und der ist da immer und der hat auch deutsche Meisterschaften gespielt und ja, zu dem Zeitpunkt 2010 gab es auch noch Grand Prix in Deutschland. Und dann hat er irgendwie Ende Oktober hat er gefragt, hey Kai, weißt du, was das größte Geburtstagsgeschenk für mich wäre? Wenn du mitkommst. Nee, wenn du morgen, wenn du irgendwie morgen oder übermorgen, ich weiß es nicht mehr genau, mit zu mir zum Grand Prix Bochum fährst. Das ist ein einfaches so, Geschenk, das würde ich auch machen. Und ich so, okay, und dann, und auch mitspielst. Okay. Gut. Und dann hat er mir einen Crashkurs gegeben in Magic. Ach so, davor warst du gar nicht, du kanntest das Spiel davor gar nicht, oder wie? Nee, ich kannte es tatsächlich nicht. Wie gesagt, ich habe meine erste Erfahrung war damit als kleines Kind und da waren einfach nur, boah, Monster, irgendwelche Zahlen und dann habe ich irgendwas damit gemacht, aber nie das Regelsystem verstanden. Und er hat dann gesagt, pass auf, hey, ich möchte, dass du mitkommst. Und dann war mein erstes Magic-Turnier überhaupt in meinem Leben, war das Main-Event vom Grand Prix Bochum 2010. Gönnung. Einfach nur ein Tag. Nachdem ich Magic gelernt habe. Das heißt, keine Berührungspunkte in Läden, kein Local Game Store, keine irgendwie Kitchen Table Runde, nichts, direkt straight GP, dann Tag 2 gegangen und Top 5. wenn du das jetzt erzählst, hey, das glaube ich dir nicht. Nee, also der Grand Prix lief, wie er laufen musste. Ich bin ein Mensch, der, wenn er Prüfungen hat oder wenn er vor irgendeiner neuen Aufgabe steht, immer sehr, sehr, sehr nervös ist. Und das war ein Sealed Grand Prix. Also Sealed, man muss dann halt selber die Booster aufmachen und sich ein Deck bauen und Karten registrieren und so weiter. Und man hat halt nur eine gewisse Zeit. Das wusste ich vorher nicht. Und dann hat man, dann ist plötzlich irgendwie so ein Timer da hinten angegangen und ihr habt jetzt 20 Minuten Zeit, die Karten zu registrieren. Also und ein bisschen dann pervers ist der Booster Freund, nicht aufgekriegt. Entschuldigung? Ein bisschen pervers das ist der Freund an der Stelle ja schon. Jetzt mal ganz ehrlich. Also pervers im Sinne von, also dann dich aus so einem GP zu schleppen, jemand, der keine Berührung mit Magic hat, in eine riesen Audience schmeißen vor das heftigste Ambiente, was es in Magic so dann gibt auch gleich und dann noch sealed. Das ist schon ein bisschen undankbar. Also das ist schon ein bisschen fies. Aber wenn er sich das zum Geburtstag wünscht, Ja, aber das war vielleicht so ein bisschen sadistisch veranlagt. Er wollte einfach einen Kai quälen, gefühlt. Oder er wollte einfach Support haben. Ja, ich finde es ja cool, genau, um Gottes Willen. Aber er wollte Support haben, er wollte mich ein bisschen quälen, aber es war auch irgendwie ein Geburtstagsgeschenk und irgendwie auch nett tatsächlich. Und mir hat es auch Spaß gemacht, bis zu der Zeit, wo dann halt plötzlich das um die Pool-Registrierung ging und ich habe die Booster nicht aufgekriegt. Ich hatte so schwitzige Hände und war so nervös und ich hatte keine Zeit und dann habe ich meine Nachbarn gefragt, schön, könnt ihr mir bitte die Booster aufmachen? Ich bin, nein. Das ist eine richtig peinliche Performance tatsächlich. Aber das war das, ja, und dann hat mir irgendjemand die Booster aufgemacht. Und dann sind so viele Dinge passiert. In Runde 5 hat man mir erklärt, dass Planeswalker keine Summoning Sickness haben, weil wir sind nicht auf Planeswalker eingegangen bei der Erklärung, weil er dachte, das ist super unwahrscheinlich, dass du einen hast. Aber natürlich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Spieler, die neu sind, die haben irgendwie immer die guten Pools. Das ist, glaube ich, wie beim Casino und beim Slotspiel und sowas, wo man die Leute anfixen muss. Ich glaube, das passiert bei Magic irgendwie geheim auch. Irgendwie schon, genau. Und ich hatte dann auch so einen guten Pool mit einem Planeswalker und dann habe ich das irgendwie vergessen, dass man den anmachen kann. Und ach, keine Ahnung, das lief alles irgendwie ein bisschen bescheuert. Cool, ja, also aber das war das Erlebnis, was mich zu Magic gebracht hat. Es scheint dich nicht verschreckt zu haben. Überhaupt nicht. Es hat mich richtig angefixt. Und dann sind wir tatsächlich, also dann hatten wir noch einen dritten Mitbewohner, den haben wir dann irgendwann auch noch dazu gekriegt und dann sind wir drei tatsächlich immer auf europäische Grand Prix gefahren. Und krass, daraus hat sich dann eine richtig tolle Community entwickelt und ja, wir haben, es gehören auch Hintergrundgeräusche dazu, alles gut. Ja, und daraus hat sich dann eine richtig schöne Verbindung entwickelt. Also wir haben uns dann immer überlegt, hey, komm. Und das ist ja auch was Nettes, was man irgendwie zu dritt wundervoll machen kann. Europa, schöne Städte sehen und also der Erfolg stand dann tatsächlich da auch eher im Hintergrund. Wir waren nie sonderlich gut, aber man wird natürlich besser. Ja, genau, das war so meine erste Magic-Erfahrung tatsächlich. Jetzt würde mich mal interessieren, einfach nochmal, ich finde es immer noch so, ich kriege es noch schwer aus dem Kopf, was geht denn eigentlich jemandem so richtig durch den Kopf? Was saugt man denn von so einem ersten GP, in dem man ja wirklich so unfassbar kalt reingeworfen wird? Was saugt man denn da auf? Was hat dich denn dann daran so gepackt? Irgendwas hat dich ja total infiziert. Was geht also für den Neuling denn da einem durch den Kopf? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, weil also woran ich mich wirklich erinnern kann, ist, dass ich sehr,
extrem erschöpft war. Also ich merke das jetzt immer noch, wenn ich jetzt Grand Prix spiele, obwohl ich jahrelange Erfahrung habe, immer das Kopfdröhnen und es ist laut und man ernährt sich vielleicht nicht gut und man trinkt vielleicht nicht genug. Und das war damals noch viel schlimmer, weil alles ja neu war. Also selbst die Karten, die Regeln, alles war neu. Das heißt, aber irgendwas, also ich bin von Haus aus, glaube ich, ein Mensch, der von seiner Kompetitivität getrieben wird. Mhm. Also egal, was es ist, tatsächlich irgendwie früher in der Schule Noten oder irgendwie was besonders gut machen. Und Magic gab mir halt so ein Outlet dafür einfach. Mhm. Und das habe ich schnell gemerkt, dass da sehr viel Wettbewerb hintersteckt. Mhm. Und das hat mich da sehr gepackt, insbesondere, weil ich so super schlecht abgeschnitten habe. Ich finde, das kann nicht sein. Du musst einfach besser werden da drin. Also, aber ich finde, ganz kurz, wie er es gesagt hat, weil er ein Outlet darin gefunden hat. Ja, ich muss auch schon. Und dann dachte ich mir so, jeder würde normalerweise sagen, ja, ein Ventil oder sowas. Also jeder Nicht-Magic. Jeder Nicht-Magic-Spieler. Ja. Aber ein Magic-Spieler sagt, das wäre mein Outlet. Aber ja, die Lingo ist natürlich das Erste, was man übernimmt. Ja, ne? Also. Aber klar, dann ist für mich natürlich irgendwo, wie du schon sagst, irgendwie ein logischer Rückschluss, dass es natürlich für dich eigentlich dann ganz fies auf den GP zu gehen, weil da ist natürlich der ultimative Competitive Vibe. Der hängt nur in der Luft und der wird dir ja gefühlt im Sekundentakt unter die Nase gerüben. Egal, wo du hinschaust, überall sind die Leute irgendwie im Wettbewerbsmodus und versuchen, sich irgendwie noch zu verbessern und zu lernen und so. Und wenn man natürlich dann mit einem Spiel in Berührung kommt, was einen irgendwie vielleicht schon mal irgendwie interessiert und fasziniert hat, aber noch keine Ahnung ist, dann ist natürlich schon eine gewisse Triggergefahr da. Das kann ich schon ganz gut verstehen. Also ich muss auch sagen, also selbst ich, als wir auf dem GP war es ja nicht, aber auf die Card Market Series waren, wo wir da unterwegs waren, da war ich auch voll nervös und ich spiele das Spiel seit 2003. Also von daher, da war ich trotzdem nervös. Jetzt stelle ich mir vor, ich spiele das Spiel seit gestern und war auf so ein Ding. Das hat mir tatsächlich jetzt ein richtiges Grinsen ins Gesicht gezaubert, weil das ich versucht eins zu eins zu fühlen, das ist ja nicht machbar. Also stelle ich mir total kurios vor. Deswegen, interessante Geschichte zu dir, das ist schon mal ein cooler Einstieg. Jetzt sollte man vielleicht mal erstmal ein grundsätzliches Wörtchen darüber verlieren, was denn so jetzt eigentlich deine aktuelle Situation ist, weil ich glaube, die trägt ja maßgeblich dazu bei, warum wir es so spannend finden, dass du jetzt hier bist, ohne dass wir jetzt schon konkret auf die Hintergründe eingehen. Aber du hast ja ehrlich gesagt eigentlich so ein bisschen, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, korrigier mich bitte, du hast ja offen gesprochen jetzt in der Magic-Welt gedacht, so ein bisschen die Seiten gewechselt. Du bist ja quasi, wenn ich es jetzt nicht ganz falsch im Kopf habe, bist du ja eigentlich so ein bisschen weg vom puren Paper-Magic, schon sehr stark ins reine Online-Magic. Bin ich mit der Aussage ganz richtig, halb richtig? Ich würde sagen halb richtig tatsächlich. Okay. Also oder sagen wir drei Viertel richtig. aber die zusätzlichen 25% kommen so ein bisschen Corona-bedingt. Okay. Ich habe eigentlich nur Paper-Magic gespielt, weil ich auch jetzt noch selbst, also als Streamer, wo wir gleich noch drauf kommen werden, bevorzuge ich immer noch einfach das Karten in der Hand haben, das selber mischen, das fühlen, das gucken, wie der Gegner reagiert. Da steckt ganz viel Psychologie hinter, zu schauen, wie bewegt er seine Karten, ist er jetzt gut drauf, fühlt er sich selbstsicher. Diese Mindgames, die Magic zusätzlich liefert, die hat man halt digital einfach nicht. Ja. Da sieht man dann den Namen und da sieht man irgendwie die aufgefächerten Karten und dann war es das. Ja. Tatsächlich, wie gesagt, Paper Magic, wenn ich kann, sehr, sehr gerne. Ich war auch noch Anfang des Jahres auf dem Grand Prix. Und deshalb meine favorisierte Form von Magic. Aber jetzt eben Corona-bedingt und Streaming-bedingt, natürlich ist es für die Leute angenehmer, irgendwie so eine Plattform wie Arena zu haben, wo dann plötzlich schon mal ein Drache aus einer Karte rausspringt und das irgendwie so ein bisschen ansprechender gezeigt wird. Mhm. Also, ja. Okay, also habe ich jetzt. Genau, das war so ein bisschen der Punkt, weil, wie du schon sagst, da gehen wir ja dann gleich nochmal drauf ein. Dein eigentlicher Haupt-Background, wofür du ja, man muss es ja schon so sagen, mittlerweile extrem bekannt im deutschsprachigen Raum bist, ist natürlich eben dein besagtes Streaming. Also das ist jetzt das, was wir gleich nochmal behandeln. Aber ich finde es schon mal schön zu hören, dass du sagst, man will einfach doch trotzdem nicht diesen puren Faktor Karten in der Hand haben, Gegner irgendwie dabei erleben, wie er vielleicht gerade sich ärgert, dass er einen falschen Zug gemacht hat oder wie du ihn vielleicht gerade im Mindgame ausgekontert hast, das will man ja dann doch nicht missen. Das kann man einfach nicht ganz loslassen, oder? Nee, überhaupt nicht. Also für mich ist Magic, also immer wenn ich die Chance habe tatsächlich, in Münster gibt es auch einen Local Game Store, etwas kleinerer zugegeben und jetzt auch durchaus von Corona gebeutelt, aber wenn ich die Chance habe und Zeit habe, dann bin ich unfassbar gerne immer noch im Store und
was weiß ich, drafte, selbst mit Handschuhen zwischen Plexiglasscheiben oder was auch immer jetzt gerade erfordert ist, aber einfach die Erfahrung mitzunehmen, einfach Booster mit der Hand aufzumachen, ach, das haptische Erlebnis, das ist schon sehr, sehr viel wert und das mag ich sehr gerne und das würde ich auf jeden Fall immer wieder haben wollen. Und sollte es irgendwann wieder Grand Prix geben, dann werde ich die natürlich auch spielen. Also, und das ist mir schon sehr, sehr wichtig tatsächlich. Freue ich mich tatsächlich auf den ersten GP, wo ich dann mal sein werde, wo die hoffentlich auch über den Weg laufen. Das wäre natürlich ja, schon schön. Ist mal ein cooler Outlook, den man natürlich zumindest mal jetzt erstmal gedanklich mit sich trägt. Ja. Wunderbar. Dann glaube ich, haben wir jetzt zum Start schon ganz wirklich viele super interessante Sachen erfahren. Also allein dafür hat es sich schon gelohnt. Die Geschichte, die geht so irgendwie in die Best of Five, die wir haben, auf jeden Fall ein. Die gefällt mir sehr gut. Schön. Lass uns mal so ein bisschen schwenken. Also du hast ja jetzt gesagt, okay, ich habe so gestartet, so roundabout vor 10 Jahren, wenn ich das jetzt nicht ganz falsch gespeichert habe und bin dann so eben da reingekommen, habe mir mit so meinen 2 Mitbewohnern so eine kleine Community und vielleicht natürlich noch mit ein paar Leuten mehr aufgebaut. Wir waren unterwegs. Aber dann kam ja trotzdem irgendwann der Shift und der Shift im Sinne von, du hast für dich so ein bisschen das Streamen / Online Magic entdeckt. Wann würdest du das zeitlich in etwa verordnen? Online Magic habe ich tatsächlich auf der etwas schlecht, also sagen wir mal, auf der etwas visuell nicht so ansprechenden Plattform Magic Online schon vor geraumer Zeit gemacht. Also ich glaube auch schon 2013 oder sowas. Und ich habe 2014, glaube ich, sogar schon mal auf Twitch gestreamt. Damals gab es irgendwie noch eine Plattform, Own3D oder sowas. Da gab es auch mal so eine andere Streaming-Plattform, wo ich es auch versucht habe. Das war aber wirklich nur hobbymäßig. Und jetzt, als dann Arena rausgekommen ist, habe ich mich nochmal dran versucht. Und ich würde sagen, also meine Anfänge waren so Februar, März 2019, wo ich dann aber auch sehr hobbymäßig, da habe ich ja noch an der Uni gearbeitet, habe ich so 2-mal die Woche ein paar Stündchen gestreamt und das ist jetzt dann kontinuierlich mehr geworden, ist aber tatsächlich jetzt dann auch nur Arena. Also Magic Online fast, also gar nicht mehr eigentlich. Und das heißt, dieses Streaming ist ja jetzt deine Haupttätigkeit, so generell in diesem ganzen Magic-Bereich. Und du sagst, du hast 2019 angefangen. Das ist ja gar nicht so lange her, wenn man da jetzt mal drüber nachdenkt. Und vor allem für die Zeit. Und jetzt kann man ja sagen, oder du bist eigentlich der größte deutsche Magic-Streamer. Ja, also so auf jeden Fall in den Top 2, würde ich sagen. Also, oder sagen wir in den Top 3. Das, war der liebevolle Gruß an die Konkurrenz. Nein, also ich meine, man klassifiziert, glaube ich, so jetzt, wenn ich das so höre, auch von Leuten, die mir zuschauen oder sowas, würde ich sagen, sind Magic Shibi und Predi natürlich auch noch sehr, sehr große Streamer. Ja. Magic Shibi eher auf YouTube, aber Predi dann eben auch auf Twitch. Also unter den Top 3 würde ich mich zählen. Ob ich jetzt größter bin, auf jeden Fall zeigt es halt einfach, in welchem Segment du schwimmst. Das ist, glaube ich, so die Message dahinter. Es geht jetzt hier gar nicht darum. Vor allem in so kurzer Zeit finde ich das so krass. Also, weil ich finde, 1,5 Jahren, ich weiß, Martin ist einer, der immer gerne vorpaced und am liebsten morgen sofort die Nummer 1 ist von allem. Aber vom Gefühl her ist es, kommt mir das echt nach einem guten, steilen Anstieg. Da würde ich noch ein Gegenargument bringen. Kai, ich bin auf deine Meinung dazu gespannt, aber ich würde es insofern jetzt in ein anderes Licht setzen, weil ich auch da weiterhin meine Vergleiche ganz gern zur E-Sport-Szene oder auch zum klassischen YouTube/Twitch-Verhalten heranziehen würde. Ich glaube, was du da ein bisschen außer Acht lässt, ich meine, Arena gibt es noch nicht so lange. Das heißt, du hast einfach jetzt gerade einen Early Stage, wo du, wenn du dich nicht ganz schlecht verhältst, glaube ich, ganz gut noch vorauspreschen kannst und ein gutes Mittel hast, dich dort reinzufuchsen, weshalb dir das jetzt im ersten Kontext kurz vorkommt. Aber aufgrund der Existenz dieses Magic Arena Systems und der Community, die es gibt und auch den deutschen Leuten, die vielleicht darauf Bock haben, sich daran zu versuchen, würde ich jetzt mal vermuten, dass du da, glaube ich, halt noch ganz gute Chancen hast, dich zu etablieren. Meine Meinung, Kai, was meinst du? Ich denke auch tatsächlich, also die All-Time-Größen, was Streaming angeht, die haben es natürlich auch schon viel früher gemacht und dann mit Magic Online eben, aber durch Magic Arena, das 2018, wenn mich nicht alles täuscht, zumindest Ende 2018, glaube ich, aus der Beta rausgekommen ist, ist natürlich nochmal ein riesiger Boost passiert, gerade auch was Streaming angeht, denn wie gerade schon erwähnt, ist es natürlich visuell viel, viel netter aufbereitet als das Magic Online und das kann man natürlich viel besser präsentieren und ich glaube, auf diesen Zug sind eben auch einige aufgesprungen. Von daher, ich bin halt, ich weiß nicht, 5-6 Monate oder so, nachdem es dann irgendwie aus der Beta war, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, wann das war, bin ich dann auch zum Streaming gekommen. Von daher
So viel Zeit vorher hätte ich gar nicht gehabt. Wenn ich natürlich Magic Online gestreamt hätte, schon natürlich. Also da, das gibt es ja schon ewig, aber bei Arena ist es eben noch gar nicht so alt tatsächlich. Jetzt ist es so, also ich oute mich jetzt hier so als Noob, was Twitch und Co. angeht. Ganz ehrlich. Also das habe ich bisher noch nicht so den Zugang gefunden. Aber ich weiß, dass der Martin ja da auch ganz gut unterwegs ist. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn man, als du den Entschluss gefasst hast, da wird es ja irgendwo eine Motivation, einen Beweggrund gegeben haben. Du hast ja einerseits so aus Jux und Tollerei streamt man ja nicht. Man hat ja irgendwie ein Ziel dahinter oder ist das einfach auch ein Hobby? So nur für die Leute, die vielleicht nicht so viel mit Streaming zu tun haben, das greifen zu können, warum streamt man denn überhaupt? Bin sehr gespannt, was Kai sagt, denn auch da vielleicht mal vorgelegt, entweder hast du ganz viel Glück und hast schon irgendwie so eine kleine Audience, die du irgendwie schon ausgelöst hast, aber alles in allem fängt ja faktisch jeder bei Null an und da muss man ja irgendwo sich selbst, glaube ich, mit sehr viel Geduld und einem Ziel Zeit lassen und darf wahrscheinlich da auch gar nicht von der ersten Sekunde an auch nur irgendwie an einen maximalen Erfolg glauben auf kurze Zeit, es sei denn, man hat sich irgendwie so einen Fail geleistet, der durch irgendwelche Facebook-Gruppen gleich dazu führt, dass auf einen Schlag irgendwie 20.000 einschalten, weil er irgendwie, keine Ahnung, einen komischen Fauxpas getätigt hat, also so würde ich das jetzt mal vermuten. Also ich würde jetzt mal eine Spekulation in den Raum stellen und sagen, ne, du hast wahrscheinlich dir das erstmal als mögliches Hobby, wo du gesagt hast, vielleicht könnte es besser werden, vorgenommen und dann gesagt, okay, ich mache mir vielleicht aber im Idealfall auch bewusst, das kann eine Zeit dauern, bis sich da ein bisschen was ergibt und das dürfte wahrscheinlich dein Startschuss gewesen sein, oder? Ja, es gibt so zwei Sachen. Also zum einen ist es ein sehr, sehr großes Hobby von mir, was tatsächlich einen sehr, sehr großen Teil meines Lebens eingenommen hat. Ich habe sehr, sehr viele gute Freunde übers Magic-Spielen kennengelernt. Also das Magic geht für mich über das pure Spielen hinaus tatsächlich. Also viele Leute in Münster habe ich kennengelernt über das Magic-Spielen und mit denen treffe ich mich jetzt, fahre mit denen in Urlaub oder mache auch mal eine andere Brettspielrunde. Und da sozusagen dieser Community-Aspekt ist sehr, sehr hoch. Zum anderen habe ich das Gefühl, dass ich auch was sagen kann tatsächlich. Also ich würde mich zumindest in gewissen Bereichen als schon durchaus mittelguter Experte sehen. Also gerade jetzt im Limited. Mein erster Grand Prix war ja auch Limited. Das hat sich irgendwie fortgepflanzt. Und und Streaming war dann irgendwie etwas, wo ich dachte, ach, versuchst du es einfach mal. Mhm. Und genau wie du sagst, also nicht irgendwie das Ziel groß zu werden oder das Ziel irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt 20.000 Zuschauer oder sowas halt, aber ich mache das gerne. Ich versuche den Leuten zu zeigen, meine Freude am Spiel zu zeigen und auch meine Expertise im Spiel zu zeigen sozusagen. Also Mehrwert. Die Freude und die Expertise einfach weiterzugeben. Mhm. Und das war sozusagen der Startschuss. Also, okay. Und ist das jetzt so, dass du davon auch leben kannst? Ja, in der Zwischenzeit. Das ist aber auch natürlich sehr, sehr starken Schwankungen unterlegen. Mhm. Denn auf Twitch ist man ja, ich sag mal, so eine Art Künstler. Und wenn keiner zu deinen Vorstellungen kommt oder irgendwie kein Trinkgeld bereit gibt, dann kriegt man halt nichts. Also es ist jetzt nicht irgendwie, man unterschreibt nicht einen Vertrag bei Twitch, wo man sagt, du, ich kriege jetzt einfach ein Grundeinkommen von 1.500 Euro im Monat oder sowas. Ich bekomme halt mein Geld ja eben nur durch Subs oder also durch Abonnenten oder durch irgendwelche Bits. Das ist so eine Währung auf Twitch, wo ich auch nochmal genauer darauf eingehen kann, wenn ihr wollt. Aber da ist halt nichts Fixes. Es kann halt durchaus mal sein, dass irgendwie ein gutes Event kommt oder ein guter Monat kommt und dann kommt irgendwie ein schlechter Monat. Man muss halt schauen, dass man sich als Streamer in verschiedenen Töpfen bewegt, sag ich mal, und sozusagen die Varianz minimiert, indem man aus verschiedenen Bereichen versucht, Einkommenquellen zu beziehen. Das macht man zum einen irgendwann über Sponsored Streams, also wenn man dann mal von seinem Spiel abweicht und ein anderes Spiel promotet, dann kann man damit Geld bekommen. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich habe jetzt das Glück, dass ich sozusagen der deutsche Co-Kommentator für diese besonders großen Magic-Events bin, also sei es jetzt Mythic Invitational oder Grand Finals. Da stehe ich halt im Kontakt und werde als derjenige ausgewählt, der dann quasi für die deutsche Audienz das darstellt. Und dann kriegt man dafür natürlich auch ein bisschen was.
Und dann versucht man irgendwie vielleicht noch über YouTube und so weiter. Also man braucht halt ganz, ganz viele verschiedene Bereiche. In meiner Größe ist es so, dass ich jetzt von den reinen Einnahmen auf Twitch nicht leben kann, sag ich mal. Also. Okay, ich würde gerne noch ein, zwei Noob-Fragen stellen. Dann, Lass dich jetzt mal. So, wenn jetzt jemand uns zuhört, weil das ist ja der Punkt, und die sagen, hey, ich möchte eigentlich auch mal sowas machen. Ich möchte, auch wenn ich nicht vielleicht davon leben kann, aber es ist doch ein nettes Zubrot und ich kriege ein paar coole Gimmicks oder ich finde es einfach grundsätzlich cool, das zu machen. Jetzt hast du schon ein bisschen Erfahrung drin und jetzt hast du auch schon eine kleine Reise hinter dir mit vielen auch Herausforderungen bestimmt. Welche Tipps würdest du jetzt jemandem geben, der sagen möchte, ich möchte jetzt auch Twitch-Streamer werden im Magic Arena? Du möchtest Twitch-Streamer werden, aber du hast keine Ambition davon zu leben, sondern machst das dann hobbymäßig. Oder also was war die sozusagen die... Ich will eine Relevanz haben. Also ich will nicht einfach nur ein bisschen streamen, sondern ich will schon auch eine Relevanz haben und möchte vielleicht auch irgendwann mal an die Stelle von dir, Kai, der dann vielleicht auch mal kommentieren darf bei großen Events, der in der Branche gehört wird. Arbeit, Beharrlichkeit, Zeit. Nachhaken. Also das ist wirklich, bei mir ist es eine Kombination aus beständigem Nachforschen und Nachhaken, wo sind die Kontakte und auch so ein bisschen Glück. Also es ist nicht so, dass dir einfach irgendwas präsentiert wird und sagt, hier Kai, dann nimm doch das. Ja. Und hier hast du den Kontakt, mit dem du dich einfach unterhalten kannst. Also das Internet ist sehr unpersönlich an dieser Stelle. Ich habe so viel, du musst halt einfach... Ein kleines Beispiel davon ist auch zum Beispiel, ich werde auch von Card Market gesponsert. Und ich habe das letztes Jahr, habe ich einfach, dachte ich mir, das wäre total toll, wenn ich irgendwie einen Sponsor hätte, einen kleinen Sponsor, so wie ihr das auch habt. Das ist einfach irgendwas Nettes. Und das wirkt auch seriös, ne? Sponsored by Card Market oder sowas, im richtigen Bereich ist das sowas Tolles. Ja. Und dann dachte ich, ja, wie mache ich das? Okay, dann bin ich auf die Card Market Seite gegangen, auf Kontakt und habe da einfach eine Mail an die Kontaktadresse geschrieben. Hallo Leute, ich bin Solaris Kai, Streamer. Gibt es die Möglichkeit von Sponsoring? Habt ihr da irgendwas? Und irgendwann habe ich eine Mail zurückgekriegt. Also, und dann hat man irgendwie sich da drauf eingestellt, dann hat man irgendwas gefunden. Oder es gibt die Marketingfirma, die das alles hier in Europa regelt für Wizards und für Magic. Da hatte ich auch gar keinen Kontakt zu. Ich wusste gar nicht, wer die ist. Das wird ja gar nicht öffentlich erwähnt. Und dann gab es irgendwann, und es gab auch ganz, ganz lange keinen deutschen Community Manager, der einem das erzählen konnte. Und dann ist man auf Twitter unterwegs und fragt irgendwie die Amerikaner und dann sagen die, ja, weiß ich nicht. Und dann hat sich zufällig die Person, die dafür zuständig ist, auf Twitter mit ihrem Privataccount bei mir gemeldet. Also man muss, das ist einfach, du musst ständig aktiv sein, nachforschen, gucken und baggern und arbeiten. Also Streaming, auch wenn man denkt, die Leute, ja, der zockt ja nur oder sowas. Ja. Also da steckt wirklich eine Menge Arbeit hinter, wenn man dann groß werden will. Kai, also. ich würd da gerne was ergänzen und ich bin mir zu 1000% sicher, dass du mir da recht geben wirst. Ich habe tatsächlich einfach privat sehr viel Interesse insgesamt, so dieses gesamte, diese gesamte Welt von YouTube und Twitch so zu verfolgen. Da gibt es ja doch so viele Geschichten da draußen. Große YouTuber, die aus dem Nichts explodiert sind. Twitch genau das Gleiche. Ich glaube, was man jetzt zumindest in der Magic-Szene nicht vergessen darf und dann vielleicht noch in Ergänzung sogar noch diese Sonderkomponente deutscher Markt, ist, glaube ich, man darf das auf gar keinen Fall in das gleiche Verhältnis setzen, wie es eben im E-Sport ist oder in irgendwelchen anderen Bereichen, wo eben gerade bei YouTube und bei Twitch ja nur von den großen Größen geredet wird, die sich da irgendwie pro Monat ihre 25.000, 30.000 Euro in die Tasche stecken, weil die halt einfach so viel Cash damit verdienen, weil die so viele Subs haben, so viele Views haben, die halt dann eben nicht wie Kai sich selbst darum kümmern müssen, wo kriege ich vielleicht mein Sponsoring her, sondern die sich halt darauf verlassen können, dass da gefühlt alle drei Tage in der Inbox die nächste Anfrage ist, ob das jetzt eine Prinzenrolle ist, die dir wieder dein Intro sponsert oder so, die halt einfach genau wie Kai jetzt gerade sagte, sich aussuchen können, was denn neben den ursprünglichen Kanälen wie Twitch oder YouTube zu weiteren Einnahmen führen, die ihnen dann einfach das gesamte Konto noch voller machen. Und ich glaube, hier ist ein riesengroßer Unterschied noch, weil ich glaube, davon sind wir gerade im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall noch, gerade in so einem YouTube- und Twitch-Segment, leider noch enorm weit weg. Das ist mein Eindruck, den ich so ein bisschen sammeln konnte, auch wenn ich jetzt da nicht tagtäglich mich auch noch mit intensiv beschäftige. Aber ich glaube, die Grätsche ist hier noch exorbitant groß. Kai, ähnliche Meinung oder? Hundertprozentig. Also, ja.
Man nimmt halt dieses, man nimmt diese 100% Marktwirtschaft und dann macht man schon mal 90% weg, weil man in Europa ist. Dann macht man nochmal 9,9% weg, weil es um Magic geht. Korrekt. Dann, da bleibt nicht mehr viel vom Kuchen übrig. Wir müssen uns, also es ist halt noch eine Nische. Ich würde mich natürlich darüber freuen. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen euer Auftrag oder das, was ihr euch vorgenommen habt, Magic salonfähig zu machen, Magic irgendwie wachsen zu und gedeihen zu lassen und das irgendwie überall mit hinzubringen. Und deshalb sitzen wir ja auch zum Teil hier. Aber im Moment, genau wie Martin sagt, ist es halt einfach noch ein sehr, 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 sehr kleines Pflänzchen. Mhm. Und gerade der deutschsprachige Magic-Markt ist da wirklich einfach nicht groß. Also, und das ist schon schwierig. Da klopft nicht jemand einfach so an und sagt, hier. Das fand ich halt so spannend, wo ich halt am Anfang klar so über unsere ersten Gedanken, Visionen für einen Podcast gedacht habe, okay, jetzt machst du dich mal kundig, was gibt's denn so überhaupt nicht, dass du dich da voll in die Nesseln setzt und plötzlich melden sich da 3-4 andere Magic-Podcasts und sagen, hey, Füße stillhalten, uns gibt's da schon. Und da habe ich geguckt und gesucht und dann bin ich teilweise ein bisschen auf die YouTuber gestoßen, habe mir die Views und die Subs und so und die Abonnenten angeschaut und dachte mir, meine Herren, du, die armen Schweine strampeln sich einen ab und das ist ja, was Kai sagt, da musst du so viel Zeit, so viel Herzblut, so viel Power reinstecken, wo du aber nicht wie die anderen mit Geldregen gesegnet bist und dann gar nicht mehr weißt, mit welchem Sponsor du dich auseinandersetzen sollst, sondern die müssen halt echt, so blöd es klingt, richtig strampeln. Ich denke, das ist ja bei uns jetzt in dem Business ähnlich. Wir müssen ja genauso strampeln, das verstehe ich. Jetzt, wenn du es auf Streaming beziehst, würdest du jetzt rückblickend sagen, das hat sich alles gelohnt, diese ganze Arbeit, dieser ganze Aufwand, all die Energie und den Return, du dafür zurückbekommen hast, würdest du sagen, gut, jetzt bist du in einer Position, wo du sagst, ja gut, jetzt macht das schon alles Spaß, aber sagst du, diese Invest hat sich gelohnt für dich? Auf jeden Fall. Ich habe das nie bereut, tatsächlich. Für mich war das irgendwie der richtige Schritt. Das ist auch etwas, was ich gar nicht so richtig rational beschreiben kann. Das hat sich irgendwann einfach so angefühlt, weil ich auch nicht, ich führe da nicht genau Buch drüber und ich habe jetzt nicht genau prozessiert, wie die Wachstumsraten sind und was ist. Aber es hat sich einfach wie das Richtige angefühlt. Magic ist einfach seit diesen 10 Jahren ein super wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Und also es macht halt viel aus und irgendwie bereue ich das nicht. Und das ist auch das Gute daran tatsächlich, dass ich genau diese ganze Arbeit, die ich da reingesteckt habe, die ich vielleicht in einem anderen Bereich, wo ich mir dachte, boah, jetzt habe ich mir den Hintern abgearbeitet für, keine Ahnung, irgendeinen Konzern, wo ich gar keinen Bock drauf habe oder sowas. Ja. Und ich habe das für eine Sache gemacht, wo ich einfach hinterstehe und wo ich Bock drauf habe. Und deshalb hat sich das für mich gelohnt. Ich bin tatsächlich nicht an dem Punkt, wo ich sage, ich arbeite jetzt nicht vor. Also das Ganze, was ich jetzt tue, ist so ein bisschen in der Hoffnung, jetzt ganz, ganz viel zu arbeiten und eben noch mehr zu wachsen, dass ich irgendwann vielleicht mal zu dem Punkt komme, wo ich mir dann das Sponsoring aussuchen kann. Also im Moment denke ich schon noch so, boah, das ist schon richtig viel Arbeit und ich hoffe, ich werde irgendwann weniger machen müssen. Also ich habe das Gefühl, schon noch vorarbeiten zu müssen, aber trotzdem mache ich das einfach gerne. Tatsächlich. Ich würde für mich jetzt ableiten aus deinen Worten, dass wir uns da eigentlich in der Denke und in der Vision, glaube ich, enorm ähneln. Du halt auf deine Art und Weise in dem Segment, in dem du tätig bist, du sagst, hey, irgendwie glaube ich dran, weil sonst hätte ich mich da gar nicht erst reingeschmissen. Irgendwie habe ich zwar nicht die Hoffnung von der ersten Sekunde angehabt, weil ich schon aus deiner Brille gesprochen mir schon selbst relativ realistisch ableiten kann, hey, das ist eben nicht das Big Segment, wie es halt da draußen so 100-fachen Formen schon in anderen Spielen und Bereichen bei YouTube und Twitch schon gibt, aber ich probiere es und wenn ich dran glaube, dann kann ich was schaffen und ich glaube, du bist einfach auch noch genau in dem gleichen Modus wie wir. Wir kämpfen dafür und hoffen, dass wir da irgendwann mal an so einen Punkt kommen. Ich meine, braucht man nicht reden. Klar, selbst für uns wäre es natürlich das Schönste, wenn man halt mal sagt, naja gut, vielleicht gibt es natürlich noch 2-3 andere, die gibt es ja immer noch, Podcasts hier im deutschsprachigen Raum, aber für das Segment, in dem wir sind, sind wir halt dann einfach die unausweichliche Nummer 1. Das wäre natürlich unsere schönste Vision und dass man sagt, man braucht uns halt doch auch irgendwie, um irgendwie ein Sprachrohr zur Community zu sein, da ziehen wir drauf ab, ob es das halt mal irgendwann gibt. Nobody knows. Aber bis dahin, den Weg zu gehen, der ist mit so viel Spaß, auch wenn es vielleicht Kraft und Zeit kostet, verbunden und wie du schon sagst, mit unserem Lieblingshobby verbunden. Ich meine, gut, fairerweise, wir sind noch lange nicht in dieser Dimension wie du, die tagtäglich da nochmal x Stunden reinsetzen, sondern wir bereiten uns natürlich schon drumherum drauf vor, auf die Sachen, aber das ist noch nicht das gleiche Verhältnis wie du und dennoch, glaube ich, sind wir da enorm identisch, ist mein persönlicher Eindruck. Ja. Kann ich mir gut vorstellen, also, auf jeden Fall. Aber dann können wir eigentlich
auch festhalten, dass ja die Zukunft ja rosig ist, weil das Spiel wird größer werden. Wir werden 100 pro 2021 einen großen Schwung an Magic-Spielern. Schau mal die Reaktion von Kai an. oder sagst du jetzt, The Walking Dead hat alles kaputt gemacht? Ja, also, The Walked Us Dead. Zugegebenerweise habe ich wenig Ahnung von, ich weiß gar nicht, wie sich die Produkte nennen, aber die Produkte, die außerhalb von regulären Standard-Sets in Magic reingebracht werden, also dieses Commander-Sets Secret Layer und so weiter, also diese ganzen Sachen, da habe ich nicht so viel Ahnung von. Ich habe da jetzt ein bisschen was von mitgekriegt. Aber ja, die Tendenz von Hasbro oder Wizards, jetzt einfach Zeug in einer etwas sehr, sehr hohen Rate rauszuballern, ist schon zumindest ein bisschen besorgniserregend. Also meine Hoffnung ist, dass wenn die Netflix-Serie rauskommt, es tatsächlich endlich mal salonfähig wird. Das ist sehr spannend. Wenn Chandra in der Netflix-Serie kommt, dann ja. Aber das ist tatsächlich kurios, weil irgendwie tatsächlich so die Leute, mit denen wir darüber sprechen, die ja doch auch irgendwie ähnlich wie wir alle in dem Segment tätig sind und ticken und auch irgendwie daran arbeiten, dass das eben in die Richtung geht, irgendwie haben alle diesen Ankerpunkt dieser Netflix-Serie. Das heißt, wir können uns einfach mal alle geschlossen wöchentlich zum Beten treffen, dass diese Netflix-Serie performt und das gut macht. Der Druck ist groß auf Netflix, dass das was Gutes wird. Ich weiß nicht, ob die den Druck haben, weil Hasbro verdient ja so schon auch genug, aber es ist halt eher der Druck für uns, wo wir sagen, hey, im Idealfall ist das der Accelerator und der, wie soll ich sagen, die Büchse des Pandora, die dann aufploppt und dann so die Massen ranspült, die dann uns nochmal eben jetzt auf einen Schlag vielleicht dann doch mal die Zuschauerzahlen aus dem Nichts verdoppeln und plötzlich dann so ein Drive reinbringen. Das wäre natürlich schon zu wünschen, aber ich finde es ultra spannend, das Gefühl. Vielleicht sollten wir irgendwie ein Special zu dieser Serie dann immer machen, dass wir irgendwie Recaps machen oder das zusammen streamen, wie wir gucken. Ich weiß nicht. Müssen wir mal Kai reden, dann machen wir da so einen Livestream zusammen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin dabei. Ja, sag Bescheid. Sonderevents, total gerne. Aber ich hoffe, die kommt auch bald, weil ich sag das jetzt auch schon was länger. Ich habe ehrlich gesagt auch noch nicht nachgeforscht, wann die denn tatsächlich rauskommen soll. Ich meine, zu Beginn des Jahres war es ja mal für Jahresende angekündigt. Da waren ja die Leute auch schon so ein bisschen skeptisch und ich würde mal, also es ist ja ruhig geworden um das Thema. Ich gehe stark davon aus, dass da einfach auch Corona maßgeblichen Einfluss darauf hat, dass es hier noch zu Verzögerungen kommt. Also ich würde schon schätzen, dass wir vor Ende Q1, Anfang Q2 nächsten Jahres nicht sehen werden, glaube ich nicht. Ja, also ich glaube so Vögelchen zwitschern Anfang nächsten Jahres. Ah, okay. Ich weiß nicht, welche Vögelchen beim Daniel so vorbeifliegen, aber... Ich hoffe, die richtigen. Ja, das hoffe ich auch. Ja. Aber schön, dass du das Gleiche denkst, das ist ja schon mal spannend. Cool. Ich habe die ganze Zeit eine Frage, die ich eigentlich fast schon zu Beginn dir unbedingt stellen wollte, weil ich die sehr spannend finde. Warum bist du denn von MTGO, also das Magic Online, auf Arena gewechselt? Was war denn für dich der Grund? Weil eigentlich, vielleicht gibt es Zuhörer da draußen, das sollten wir vielleicht auch nochmal tun, die sich jetzt schon die ganze Zeit fragen, worüber reden die eigentlich? Ich mache ganz kurz mal ein Recap. Also Magic Arena ist im Endeffekt ja eigentlich eine sehr eingeschränkte Version von Magic am Ende des Tages, weil du ja eigentlich nur hauptsächlich mit dem Standard legalen Sets spielen kannst, die es aktuell auf dem Markt gibt. Und das auch nicht im Sinne von, ich suche mir die Karten alle einfach aus, sondern ich erspiele sie mir und kann sie mir dann mit Wildcards teilweise auch noch nachbilden, aber so richtig kaufen oder ansammeln im Sinne von, ich gehe ganz gezielt auf die Karten, kann ich nicht. Es gibt keinen Sekundärmarkt. Genau, oder also auch keine Möglichkeit im Spiel selber, das gibt es nicht. Aber das ist ja zum Beispiel in dem Fall ja das bereits schon viel länger existierende Magic Online. Ja, über die Optik, da kann man natürlich jetzt lange diskutieren und streiten, die ist natürlich von vielen schon sehr verpönt, aber sie bietet genau diese Möglichkeit, weil bei Magic Online kann ich als Spieler theoretisch mir mein Deck, was ich in Kartenform habe, 1:1 nachbilden, wo ich ja eine ganz andere, ich möchte jetzt mal zum Beispiel Trainingsmöglichkeit oder Lernmöglichkeit habe als bei Arena. Und deswegen das nochmal kurz als Exkurs, dass die Leute verstehen, wo ist da so die Differenz zwischen den zwei Welten oder auch Plattformen. Genau deswegen würde es mich so interessieren, warum bist du denn dann auf Arena umgesprungen? Also das ist vielleicht, habe ich vielleicht auch ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Es gab eigentlich gar keine Phase, in der ich gewechselt bin. Es gab eine Anfangsphase, als ich das so 2014 oder so getestet habe, da gab es Arena noch nicht. Da habe ich das Streaming mit Magic Online gemacht. Okay. Und dann war es eine ganze Zeit lang einfach Streaming für mich wieder kein Thema. Mhm. Und dann habe ich ja wieder Paper gespielt hauptsächlich. Und dann jetzt, dann als Arena rausgekommen ist, bin ich eben auch Arena-Streamer geworden. Und da muss ich sagen, in mir schlagen auch zwei Herzen. Ich mag Magic Online einfach aufgrund der Vielfältigkeit und der Mächtigkeit des Programms und dass man dort wirklich alles spielen kann. Aber es ist halt auch relativ langsam und relativ unschön tatsächlich. Ja. Aber was tatsächlich auch ein bisschen ausschlaggebend ist,
Viewer. Da ganz einfach Viewer. Also wenn ich einen Stream mache, wo ich Magic Online streame, sei es das spannendste Format der Welt, Cube Draft oder was auch immer, das wollen die Leute tatsächlich auf Twitch nicht sehen. Mhm. Die Leute, die finden Arena schön, da kommen halt irgendwie Omnath rausgeschlagen irgendwie, ja. Macht irgendwas Witziges oder irgendwelche Drachenspeien Feuer. Und das ist eben das, was die Leute anlockt und was die Leute dabei hält, einen Stream zu schauen. Also visuell ist Magic Online einfach gar nicht ansprechend. Und ein Teil der Erfahrung beim Stream ist halt eben auch das Visuelle. Ja, klar. Natürlich ist es auch der Charakter des Streamers und der Chat und die Community, aber das Visuelle ist halt auch ein Teil. Ich ergänze da vielleicht noch eine kleine Zusatzthese. Ich bin total bei dir im Sinne von, ich kann den Punkt nachvollziehen, dass du sagst, hey, Arena hat halt einfach eine ganz andere Optik. Und da würde ich natürlich auch gleich eine Brücke schlagen, dass natürlich gerade das auch unter anderem einer der wichtigsten Aspekte natürlich auch für Hasbro oder halt Wizard war, zu sagen, man macht eben diese Arena-Art, weil man dann sehr nah auch an zum Beispiel anderen sehr publiken und bekannten Spielen wie Hearthstone von Blizzard ist, was ja eine sehr hohe Ähnlichkeit zueinander darstellt von seiner Grundidee. Und ich glaube, das ist natürlich dann ein leichterer Übergang für jemanden, der vielleicht auch aus so einer Hearthstone-Ecke mal kommt und dann vielleicht dann nochmal eher zu Magic rüberrutscht und sich vielleicht dann darüber auch nochmal catchen lässt. Wohingegen natürlich dann Magic Online gar keine Zuflucht bieten würde, weil das wäre dann wahrscheinlich, wo er sich vermutlich lost fühlt und sagt, ach, puh, trockene Oberfläche, was genau passiert da jetzt eigentlich? Und wenn er natürlich dann so eine schöne visuelle Unterstützung kriegt und irgendwie die Attacken sieht und so, dann hat er natürlich schon eine ganz andere, einen anderen Zugang als bei MTGO. Meine These. Aber sehe ich genauso. Wie, wenn ich jetzt, Thema Streaming, wie gesagt, ich bin ja hier der Noob in der Runde, aber was macht dich denn dahingehend so anders oder besonders? Also ich meine, du bist ja erfolgreicher als viele andere Streamer, auch die deutschsprachig MTG Arena. Du einerseits natürlich bestimmt deine Arbeit und deine Energie, die du rein investierst, aber warum glaubst du, schauen dich deine Zuschauer so gerne an? Also zum einen die Optik natürlich. Klar. Beste Antwort. Aber was ich so als Feedback mitgenommen habe tatsächlich bisher ist, dass ich einfach ein sehr, sehr sehr, sehr großes Community-Building habe tatsächlich. Und also einfach, die Leute sind mehr involviert und ich involviere die Leute auch mehr. Also die Leute geben mir das Feedback, ich antworte auf jede Chat-Nachricht, selbst wenn gerade ein komplizierter Board-State ist oder so. Das wollte ich wissen, okay. Verspiele ich mich lieber. Okay. Oder mache, hab jetzt ein Missplay gemacht. Aber ich habe dann trotzdem irgendwie den Leuten oder gebe den Leuten das Gefühl, nicht nur das Gefühl, sondern ich mache es auch und rede mit denen und gebe denen so ein bisschen Feedback. Und es ist halt einfach auch viel drumherum. Und in meinem Discord gibt es ständig Turniere und so weiter. Und da, glaube ich, mache ich einfach viel, ja, viel Community-Arbeit einfach, was die Leute schätzen und was die Leute gerne sehen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, der sich zumindest jetzt am häufigsten gefeedbackt wurde tatsächlich. Also das ist dein unique Selling Point, wie man ihn so liebevoll nennt in der Vertriebswelt, dass du halt einfach nahbar bist und dich halt einfach auch mit deinen Leuten auseinandersetzt, was ja wirklich top ist. Und es geht wieder in die gleiche Richtung. Ich finde es ganz spannend, auch mit Yamin oder mit Toffel und so. Man hat immer das Gefühl, dass Leute, die eigentlich, ich bleib dabei, kann man jetzt natürlich immer noch ein bisschen belächeln, aber du bist da trotzdem eine wichtige Größe im deutschen Markt, auch wenn es verhältnismäßig nischig ist und vielleicht die Ami-Zahlen nochmal eine andere Dimension sind, obwohl auch Magic in Amerika eher nischig ist. Trotz allem, du bist ein authentischer, greifbarer Typ, den man immer noch gefühlt, auch wenn er eigentlich auf dem Monitor flimmert, erreichbar ist, was man ja in anderen Dimensionen gar nicht mehr kennt. E-Sport, Sportarten etc. Da sind ja die Stars und da, was man dich ja theoretisch jetzt zählen müsste in unserer Region, sind halt da einfach gar nicht zugänglich. Und wenn du natürlich dann sagst, hey, lieber hau ich jetzt einfach das Match irgendwie in die Tonne, habe aber dafür eine Reaktion gezeigt, habe den Leuten nochmal kurz eine Antwort gegeben, habe irgendwie 3-4 Chatnachrichten durchgelesen und dadurch irgendwie meinen Timer verpasst, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das natürlich die Leute gerne erleben, weil sie sagen, okay, ich lasse nicht stumpf irgendwie einen Twitch-Kanal à la Montana Black laufen, der sich da irgendwie gefühlt wieder rülpsend seinen Lipsen-Eistee reinzieht und irgendwie ich kenne den Typen nicht mehr. Die Leute halt dann beleidigt, sondern ich habe halt dann einfach einen anderen Bezug und das finde ich tatsächlich stimmig und weitere Ergänzung meinerseits, wir kennen uns nicht lange, wir haben mal ein Vorgespräch geführt, aber ich glaube, was ein ganz großer Punkt auch bei dir ist, dass du halt einfach du selbst bist, du verstellst dich nicht und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Komponente. Das ist auch was uns wichtig ist. Wir wollen einfach authentisch bleiben, wir wollen so sein, wie wir sind, wollen uns da nicht in irgendeine Rolle zwängen
Und ich glaube, wenn du das natürlich noch mit reinpackst, dann ist das, glaube ich, eine relativ runde Kombination. Aber das ist doch sau stressig, oder? Also wenn du da irgendwie, keine Ahnung, 2-3 Stunden streamst, ja, vergiss und nicht, parallel spielst. Die Welt ist halt noch nicht so riesig. Ich gebe dir recht. Aber parallel spielst, parallel schreibst. Du brauchst halt bei Twitch in der Größenordnung wahrscheinlich noch nicht 15 Mods, die sich alle 2 Sekunden über einen. Aber ich habe mir schon ein paar Videos jetzt angeschaut, ja, natürlich. Klar. Und also es ist jetzt nicht so, dass da tote Hose ist. Also nee, klar. Da geht schon auch was ab. Aber das ist, glaube ich, Routine dabei, oder? Da ist Routine dabei, klar, das kommt mit der Zeit. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich auf 100%, also vielleicht mache ich auch nur 98% der Nachrichten, weil manche auch gar nicht für mich gedacht sind. Manchmal ergibt sich ja auch ein Dialog da innerhalb, aber genau das ist schon so, was Daniel sagt. Es ist unfassbar stressig. Also wenn ich einen langen Stream mache, ich habe auch schon mal irgendwie jetzt 12-Stunden-Stream oder sowas halt gemacht, also danach bin ich halt einfach komplett kaputt. Ja, also das ist wirklich extrem anstrengend. Also ja, da kommt man dann auch an seine physischen Grenzen tatsächlich. Also in mir sprudeln hunderte Fragen. Lass mich mal ein paar abarbeiten. Ja, also, ja, ich lass dich mal. Ja. Ich lerne weiter. Du hast da vorhin deinen Noob-Part gehabt, jetzt kommt der Profi-Part. Oh, okay. Okay. Gottes Willen. Jetzt kommt der Real Talk hier. Was mich interessiert, du sagst ja selber, Streams, unterschiedliche Längen etc. Versuchst du dir selber so eine Art, ich sage jetzt bewusst mal den Begriff, so eine Art Content-Plan zu machen, zu sagen, hey, nächste Woche habe ich schon so vor, in der und der Art live zu gehen. Ich bin ganz offen und ehrlich, ich habe jetzt keinen perfekten Überblick, wie du bis jetzt immer so deine Streams laufen lässt. Also vielleicht setze ich mich auch gerade total irgendwie in die Nesseln und eigentlich bist du eigentlich 7 Tage die Woche online und immer von 14 bis 22 Uhr und ich verkack's gerade. Aber ansonsten wäre jetzt meine Frage, wie baust du das denn auf? Also hast du da irgendwie einen klaren Plan vor Augen oder sagst du, nee, ich stream halt wirklich, wie ich Bock habe und wie ich gefühlt in den Tag gestartet bin oder wie es mir heute geht oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe das Gefühl, dass das nicht funktioniert. Wenn man einfach so Larifari irgendwie startet, ich habe das Gefühl, dass eine Schedule, die transparent ist, super wichtig ist tatsächlich, auch um irgendwie dann an Follower zu kommen oder neue Leute zu bekommen und so weiter. Ganz am Anfang, als ich das sehr hobbymäßig so, also jetzt Anfang 2019, so ja, komm, dann habe ich irgendwann mal gestreamt und dann habe ich auf Twitter geschrieben, hey Leute, ich bin jetzt live. Mhm. Dann habe ich aber irgendwann mir mal eine eigene Visitenkarte designt und dann dachte ich mir, okay, das ist jetzt aber, also so eine Streamer-Visitenkarte. Ja. Also da steht dann jetzt mein Handle für Twitter und so weiter drauf. Und da habe ich dann feste Streaming-Zeiten gemacht. Und was hast du da, kurz Visitenkarte, was hast du da für eine Berufsbezeichnung? Hast du dann CEO? Also. Nee, ich habe da gar keine Berufsbezeichnung tatsächlich. Die sieht so aus, da ist gar keine Berufsbezeichnung tatsächlich. Also das ist einfach nur ich habe das Gefühl, dass das wichtig ist. Day 9 hat das vor, keine Ahnung, 200 Jahren schon gemacht. Ja. 705, we're going live. Und der hat halt einfach einen Standard gesetzt und ich finde den wichtig. Es kann immer vorkommen, dass tatsächlich ich irgendwelche Termine habe, die dazu führen, dass ich die leicht verändern muss. Mhm. Wie zum Beispiel jetzt tatsächlich diesen netten Gastauftritt in eurem Podcast tatsächlich. Wir fühlen uns geehrt. Ja. Was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil ich bin jetzt dazu übergegangen, diese Streaming-Zeit zu behalten, aber ich mache in der Regel immer einmal pro Woche, meistens am Sonntag, gebe ich so einen Post im Discord und sage, passt auf Leute, diese Woche sieht der Streaming-Plan wie so und so aus. Also dann Montag so, Dienstag so. Manchmal, wenn ich es schon weiß, sage ich auch, welches Format ich streame oder was ich streame, aber dass die Leute so einen Überblick für eine Woche haben. Okay. Das mache ich aber tatsächlich nur im Discord und das ist auch eigentlich so meine größte Kommunikationsquelle mit meinen Viewern. Also von daher, ja. Wenn ich da nur 2 Minuten drüber nachdenke, muss ich sagen, eigentlich total logisch. Ich meine, es ist ja wie es immer ist. Auch die Leute, die sich, keine Ahnung, extra für, weiß ich nicht, gute Zeiten, schlechte Zeiten, 19.45 Uhr die Uhr stellen, die wissen halt genau, ich kann mich halt gefühlt, ich sage jetzt mal übertrieben, darauf verlassen, dass ich zu meiner festen Zeit mich auch irgendwo dann direkt vor das Empfangsgerät setzen kann und dem oder der Sendung oder was auch immer folgen kann. Deswegen finde ich es eigentlich total stimmig zu sagen, naja, im Idealfall habe ich wahrscheinlich einen relativ gleichbleibenden Plan, weil das natürlich dann die Leute eher zum Wiedereinschalten führt, als wenn ich immer wieder darauf hoffen muss, dass mein Twitter
oder mein Tweet, der gerade rausgeht, dass der gerade von den Leuten oder denen gerade in den Kram passt und die gerade irgendwie auch in Richtung Rechner laufen oder Fernseher laufen, um dann einzuschalten, da ist die Gefahr natürlich höher, dass dann wahrscheinlich dann nicht so eine dauerhaft konstante Zahl an Zuschauern existiert. Deswegen, ja, eigentlich logisch. Geht also so ein bisschen in deine erste Frage, die du mal so gestellt hast, wenn ich mal anfangen will als Streamer, ist ja, das, glaube ich, einer der wichtigsten Tipps, die man wahrscheinlich gleich sich daraus rausziehen kann. Denkt durchaus lieber mal über feste Zeiten nach, weil das halt einfach die Leute wahrscheinlich dazu bringt, regelmäßig sich dann die Zeit zu nehmen und sich die dann auch irgendwo einzuteilen, dass man da halt dann, keine Ahnung, Mittwochabend zwischen 21 und 24 Uhr einschaltet. Ja. Du machst dann in etwa, was machst du so circa Streaming-Zeiten, wenn du live gehst? Was sind so in etwa deine Blöcke, die du machst? Ja, also ich sag mal so im Schnitt so 5 bis 5,5 Stunden am Tag. Also. Und die dann alle an einem Stück? Die 5 Stunden? Ja. Oder, ja, genau, die sind dann an einem Stück, genau, also da gibt es dann keine Pause. Okay, ich gehe zwischendurch mal auf Toilette, klar. Also ich verrichte Dinge, die verrichtet werden müssen. Hoffentlich. Aber ansonsten bin ich halt dauerhaft live dann in der Zeit, genau, ja. Und das also, 7 Tage die Woche? Tatsächlich nicht, also ich mache eigentlich montags bis freitags und nehme mir ein Wochenende, aber in seitdem ich es richtig, richtig ernst nehme und Fulltime versuche, das zu tun, das ist jetzt Anfang diesen Jahres passiert, kommen auch immer wieder häufiger mal Wochenendtermine rein. Also einfach die ganze Competitive-Szene hat sich ja jetzt auch auf Online-Turniere sozusagen übertragen. Ja. Und Online-Turniere finden halt irgendwie am Wochenende statt. Ja. Oder es gibt diese Arena Mythic Invitational Qualifiers, die am Wochenende stattfinden. Oder ich mache ein Community-Turnier am Wochenende. Also ich sag mal so, mindestens an 2, wenn nicht sogar 3 Wochenenden im Monat passiert dann auch noch tatsächlich ein Stream. Also. Okay. Wie schränkt denn sowas dann trotz allem mit so einer Verpflichtung? Ich meine, ja, Jobs gibt es auch, brauchen wir nicht reden, aber potenziell, auch da bitte gerne gleich mal Feedback, ist ja vermutlich eher so die klassische Abendzeit, ja eher deine favorisierte Zeit, weil du wahrscheinlich da am meisten Menschen erreichst, weil ja die auch alle während der Arbeitszeit selten Twitch schauen können. Wie beeinflusst das dann so ein Privatleben, Freunde treffen zu können unter der Woche? Wahrscheinlich schon ein bisschen, oder? Sehr. Mhm. Aber auch da, genau wie ihr das gesagt habt, es ist wichtig, authentisch zu sein. Habe ich mir eine Schedule gemacht, in der ich eben auch authentisch sein kann und in der ich authentisch bleiben kann. Die besten Streaming-Zeiten, die man haben kann, ist sowas wie, ich streame von Montag bis Sonntag ab 18 Uhr. Da weiß jeder Bescheid, das ist immer klar. Und das konnte ich von vornherein nicht mit meinem Leben so richtig vereinbaren, denn ich will eben nicht zwangsläufig Freunde und andere Leute in meinem Leben vernachlässigen, sodass ich mir in der Woche 2 Nachmittagsstreams eingeräumt habe, sodass ich abends frei habe und da eben meinen sozialen Kontakt nachzugehen. Also meiner Brettspielrunde oder guten Freunden aus dem Studium und so weiter, habe ich dann immer sozusagen, beende ich in der Regel so gegen 19, 19.30 den Stream und habe dann eben noch einen Abend mit denen. Also ich nutze 2 Abende für die Primetime zum Streamen und 2 Abende eben für mein Sozialleben, weil ich das einfach super wichtig finde, das nicht zu vernachlässigen. Ja. Finde ich klasse und vor allem finde ich es insofern ehrlich gesagt sogar smart, dass du das schon ab der ersten Minute so etablierst, weil fängst du andersrum an, wird es unfassbar schwer, den Zuschauern das nachträglich nochmal zu sagen, so nach dem Motto, Leute, ich habe es jetzt ein Jahr lang probiert, sorry, aber mir ist irgendwie der Dienstag und der Donnerstagabend heilig, ich werde ab sofort meine Streams an der Stelle canceln. Das könnte ja dann schon eher auch in die Hose gehen, deswegen finde ich jetzt den Weg, den du da wählst, schon wirklich charmant, ich finde ihn gut, die Leute wissen von vornherein, woran sie sind, deswegen finde ich das schon eine clevere Lösung und ja, aber trotz allem, ich meine, klingt für mich persönlich jetzt erstmal anstrengend, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das wirklich extrem anstrengend sein muss. Hast du denn für die jeweiligen Sessions dann so eine Art von, ich sag jetzt mal, einen richtigen Plan, was in der Session passiert, oder ist es wirklich einfach nur ein, ich starte den Stream, ich gehe in Arena, ich spiele? Oder gibt es schon auch irgendwie so ein paar Häppchen, wo du sagst, nee, irgendwie ist der Dienstag für irgendwelche Strategien reserviert und irgendwie Donnerstag gibt es dann irgendwie nur Gaming, bis der Arzt kommt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Gaming, bis der Arzt kommt, ist jeden Tag. Also ja, das ist der Default bei mir. Full stop. tatsächlich ist der größte Teil des Streams wirklich frei improvisiert. Okay. Also so, dass ich reingehe und dann schaue, was ich mache. Es gibt
Es gibt Tage, wo ich was vorbereite, eben auch dann abhängig, wenn ich diese Schedule am Sonntag schicke, dann habe ich mir schon irgendwas für die Woche überlegt und dann kann es halt sein, dass ich ein besonderes Deck an dem und dem Tag teste. Oder dann, es gab mal eine Zeit, wo ich gesagt habe, donnerstags ist der Limited-Tag und dann spiele ich halt nur Limited an dem Tag. Aber das Problem ist, dass das auch so ein bisschen einschränkt und die Flexibilität so ein bisschen lähmt. Was ich festgestellt habe, ist nichts, also die aktuelle Magic-Szene ist einfach super schnell und super schnelllebig. Also gerade in dem Bereich, wo du, wenn du jetzt so ein bisschen kompetitiver unterwegs bist auch, also ich meine, Twitter, wenn du jetzt auf Twitter irgendwie den richtigen Leuten followst, dann hast du innerhalb von einem Tag 46 verschiedene Decklisten, die auf die Nummer 1 Mythic in der Arena waren. Und dann ist es halt wirklich, dann, wenn du dir eine Woche vorher oder ein paar Tage vorher überlegst, du, ich stream jetzt das Deck, weil ich glaube, das ist gut für den Tag, dann ist das vielleicht einfach schon wieder, Entschuldigung? Outdated, also schon wieder raus. Dann ist das outdated. Und ja. Oder dann kommt mal ein Ban-Announcement rein und dann will man über das reden oder einen neuen Spoiler und so weiter. Also ich habe das versucht, aber ich habe das Gefühl, dass sich Flexibilität auszahlt und wenn man einigermaßen gut improvisieren kann, dann sollte man, oder habe ich das Gefühl, dass es besser ist, einfach mit einem leeren Blatt in den Stream reinzugehen. Okay. Also, weil man viel eh nicht beeinflussen kann. Manchmal fragt man dann auch die Viewer, hey, habt ihr nicht ein Deck, was ich spielen soll? Und dann kann man da so ein bisschen mehr interagieren und ja. Aber hast du dann, sorry, eine noch? Ja, klar. Hast du dann trotz allem, vermutlich ja, aber wie das dann ausschaut, würde mich schon interessieren, du wirst ja trotzdem dann drumherum irgendwie trotzdem eine gewisse Zusatzarbeit haben. Wie du schon sagst, manchmal denkst du dir was aus und musst dir dann auch immer wieder recht viel recherchieren. Also wenn du jetzt mal so einen klassischen, normalen Streaming-Tag skizzieren müsstest, egal ob der jetzt das Stream nachmittags oder abends ist, wie viel Zeit um diese 4 bis 5 Stunden Streaming-Slot hast du dann trotzdem noch wirklich, ich sage jetzt mal gezielt das Wort Arbeit, die du noch aufwenden musst? Also wenn ich sozusagen über, das ist auch nicht immer gleich, aber so im Schnitt würde ich sagen, Vor- und Nacharbeit sind dann nochmal so 1,5 Stunden, wo man dann einfach, also wenn man den Stream perfekt vorbereitet, bestimmt, weil man ändert dann die Twitch-Commands, man fügt dann neue Twitch-Commands für neue Decks ein, man lädt die Deck auf seine Stream-Decker-Seite hoch, man recherchiert die Decklisten und all das, man forscht so ein bisschen auf Twitter nach. Das sind schon mal noch so 1 bis 1,5 Stunden, würde ich schätzen. Genau, das heißt, das wäre dann gar nicht so viel, aber dann hat man ja natürlich noch so Sachen wie YouTube und dann dreht man noch ein YouTube-Video und dann schneidet man noch ein YouTube-Video und so, das kommt ja alles noch dazu, also, ja. Also du hast eigentlich schon den klassischen 8-Stunden-Tag, Minimum. Mehr. Ja, sicher, aber tatsächlich sogar mehr jetzt, in der Zwischenzeit mehr. Also ich wollte damit quasi nur unterstreichen, also für alle, die da draußen eben diese klassische, wie wir es jetzt schon mehrfach hatten, Hoffnung hatten, wir sind hier so die absoluten, wie soll ich sagen, Geldmaschinen, die wir dann hier bei Magic vielleicht mit so einem Stream machen könnten, das ist halt einfach nicht wie bei einem Montana Black, der halt am Abend 2 Stunden online geht und 30.000 Euro im Monat verdient, sondern das ist halt dann hier teilweise wirklich eine klassische 40-Stunden-Woche, wie man sie im normalen Berufsleben hat, wo man dann eben auch mit solchen Sachen zu kämpfen hat, Schnelllebigkeit, Flexibilität, irgendwie immer genau zu wissen, was passiert, da muss man schon auch echt viel Zeit und Liebe reinstecken, um natürlich auch nicht irgendwie falsch an diesem ganzen Thema vorbeizureden, weil das ja dann auch wieder, ich möchte nicht sagen schädlich, aber ein bisschen schlecht wäre, weil ja genau darauf sich die Menschen ja ein Stück weit verlassen oder sich ja auch eben nach dir umsehen, weil du ja die Expertise weitergibst, wozu ich persönlich vielleicht gar nicht die Zeit hätte und sage, ich weiß aber, wenn am Abend jetzt hier bei Solaris einschalte, kann ich mich darauf verlassen, ich kriege irgendwie gefühlt die möglichst frischesten Infos zur Arena und weiß genau, was ist jetzt gerade so das Deck der Stunde. Das ist ja das, was er dann an der Stelle macht, also in dem Fall Kai, und das ist natürlich schon mit nicht wenig Aufwand versehen. Also definitiv. Darf sich keiner einer Illusion hingeben, dass er da sich irgendwie gefühlt mal morgens 11 aus dem Bett steht, sich denkt, gut, mal eine Runde Zähne putzen, 10 Minuten noch vielleicht irgendwie frühstücken, dann gehe ich mal an den Rechner, mache ich mal 4-5 Stündchen Stream, dann gehe ich wieder offline, dann war es das. Nee, ist halt nicht. Ne? Ja, das ist, Qualität setzt sich halt auch irgendwo durch. Und jetzt weiß ich auch, dass sicher die einen oder anderen von uns aus unserer Community nicht so viele Streams gucken. Deswegen ist erstmal schon mal Aufruf, alle, die uns zuhören, schaut mal rein und lasst mal in den Kommentaren ein kleines Schweinchen für, das für cool. den Kai. Also das wäre cool. Dass sie sollen mal ein kleines Schweinchen. Würde ich mich drüber freuen. Ja, ich komme auf jeden Fall rein und lass den kleines Schweinchen da. Mach auch ein Schweinchen rein. Und aber für mich ist jetzt, das ist ja alles
sag ich mal, live unverfälscht. Und wir haben 10.000 Fragen. Und ich meine, wenn wir auf die Uhr schauen, wir sind schon gut in der Zeit vorangeschritten. Und es gibt noch so viel, wie wir mit dir reden wollen, weil es einfach angenehm ist, mit dir zu quatschen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es innerhalb dieses Impro-Streaming, würde ich es jetzt mal nennen, auch sehr, sehr viele lustige Situationen entstehen. Also wo irgendwie du von den Usern irgendwie was Lustiges bekommst, gibt es irgendwie so ein Ereignis, ein Erlebnis, wo du während dem Stream dachtest, oh mein Gott, damit habe ich jetzt nicht gerechnet oder irgendein cooles Erlebnis? Also tatsächlich sind sehr, sehr viele Dinge sind durch spontane Sachen passiert. Also eine große Anzahl meiner Emotes, sage ich jetzt mal, also für diejenigen, die sich mit Twitch ein bisschen auskennen, auf einem Kanal hat man so personalisierte Emotes, das sind so, keine Ahnung, kleine Symbolchen, die irgendwas besonders ausdrücken, sind einfach durch spontane Situationen entstanden. Also wenn irgendwas total Absurdes passiert, ich meine, ihr kennt das alle, ihr spielt Magic, also dann hat der Gegner plötzlich die vierte Karte von einer, also die vierte Mal die gleiche Karte in den obersten 10 Karten, denkst, kann nicht wahr sein, dann schmeiße ich mal meine Brille weg. Also es ist irgendwann mal passiert und das kann nicht wahr sein, dann habe ich einfach meine Brille weggeschmissen und dann meinten die Leute, du brauchst unbedingt einen Brillendrop-Emote. Ja, ist cool. Und dann habe ich halt einfach so ein Warnschild, wo so eine Brille runterfällt oder sowas halt. Also da passieren tatsächlich ständig irgendwelche Sachen, das ist mega cool. Das macht halt so ein bisschen die Lebendigkeit aus. Also ganz viel von so spontan. Manchmal stehe ich einfach auf und gehe. Und dann gibt es irgendwie so, oh, guck mal, jetzt haben wir den Stuhl, der streamt. Und weil einfach, das ist auch schön hier, der Stuhl endlich mal und so weiter. Und quasi imaginäre Tableflip. Genau. Und was auch ein ganz großer, oder was auch ein sehr nettes Erlebnis war letztes Jahr an Halloween, haben sich die Leute gewundert, warum ich mich nicht verkleidet habe. Und dann muss ich halt sagen, ja, also sorry Leute, also tatsächlich stehe ich nicht so auf Verkleidung. Ja? Und dann waren alle so, boah, du musst dich aber verkleiden und keine Ahnung. Und dann bin ich kurz weggegangen auf Toilette und dann habe ich halt diese Mütze hier gefunden von den MTG Nationals 2018, habe die aufgesetzt und gesagt, das ist jetzt meine Verkleidung, ich bin jetzt Peter. Und seitdem ist so ein alter Ego namens Peter, also dass ich bin mit der Mütze auf, auch super beliebt. Die Leute begrüßen, Namen Peter. Also wenn ich mit der Mütze streame, bin ich Peter. Wenn ich ohne bin, bin ich Kai. Geil. Also da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele kleine Gimmicks, die sich so entwickelt haben. Das ist echt, echt nett. Cool. Ja. Dann, du hast noch eine Ergänzung? Dann lasse ich dich noch. Weil ich habe nämlich zwei eher, nicht negative, aber Fragen, die mit Sorgen und so verbunden sind. Aber mach erst mal. Okay, weiter. Ja, ich würde gerne bei dem Thema Community Twitch bleiben. Und du kennst ja die Magic-Community, du kennst auch mehrere Communities sicher aus Facebook und anderen Social-Media-Kanälen. Gibt es einen Unterschied zwischen den Leuten, die auf Twitch unterwegs sind und sehr, sehr aktiv sind, oder zu anderen Plattform-Communities, die du kennst? Also ich habe das Gefühl, dass Twitch einen sehr, sehr guten Schnitt über die Gesellschaft abbildet, tatsächlich. Ich habe das Gefühl, dass in anderen Bereichen, sowas wie Twitter und Facebook, gibt es eher schon so Clusterungen von speziellen Formen von Gedankengut und von speziellen Arten von Menschen. Und auf Twitch habe ich das Gefühl, ist es tatsächlich einfach die komplette Bandbreite. Da sind die Leute, die jetzt zum ersten Mal hingehen und denken, was ist das denn hier für ein Game? Da sind die Leute, die auch professionelle Spieler. Also ich hatte zum Beispiel mal so einen Clinch mit einem Hearthstone-Profi, der war plötzlich in Arena Mythic 1 im Limited. Und dann hat er einen Twitter-Post gemacht, das kann doch nicht sein, jetzt lassen wir uns von den Hearthstone-Spielern hier schon die Limited-Ränge wegnehmen. Und dann kam der plötzlich auch in den Stream und hat mich dann gecoacht. Und das war irgendwie so, okay. Und ich würde sagen, dass Twitch eher ein sehr, sehr breites Publikum bietet. Natürlich immer mit der mit dem Vorbehalt, dass es irgendwie eine technikaffine Person ist oder eine Person, die sich vor den Rechner setzt. Also diese Moderator-Variable ist natürlich schon drin, aber im Schnitt schon eher breiter gefächert ist als in den anderen Social Medias. Okay. Würde ich sagen. Ja, finde die Frage ziemlich cool, muss ich sagen. Gefällt mir inhaltlich schon ganz gut, weil das wäre eine Sache, die könnte ich mir jetzt nicht herleiten. Ich habe ein Lob von Martin bekommen für meine Frage. Da bin ich schon nicht ein bisschen. War eine sehr gute Frage. Habe ich persönlich sogar noch nie drüber nachgedacht. War auch nicht ironisch gemeint. Ich fand die echt cool. Danke, dann kann ich heute gut schlafen gehen. Sehr schön, freut mich. Ich habe zwei Fragen, die gehen so ein bisschen in die Richtung,
Sorgen, Ängste, weil ich finde die, glaube ich, gar nicht unberechtigt und deswegen stelle ich sie dir jetzt einfach mal. Jetzt mal auch wieder den Vergleich gezogen, jetzt mit diesen anderen, ja, anderen Plattformen oder anderen Größen und Dimensionen, die wir so aus den anderen Regionen bei Twitch und YouTube kennen. Wie groß ist denn auf deiner Seite, ich sag mal, die Sorge, dass du, weil man das ja auch bei den anderen teilweise schon an manchen Stellen von irgendwelchen Creatoren festgestellt hat, dass du vielleicht mal bei dem Thema müde werden könntest, im Sinne von, du hast einfach nicht mehr die Energie und den Drive, dass dich das irgendwann mal verlassen könnte, was ja vielleicht ein bisschen anders zu unserem Hamsterrad-Jobwesen ist, wo man sagt, naja, ich gehe halt dann trotzdem hin und zur Not suche ich mir eine andere Firma oder so. Also das ist die Frage 1 und ich glaube, vielleicht kannst du sie auch gleich ein bisschen mit dem zweiten Teil ergänzen. Deswegen würde ich die noch mit anstellen und dann kannst du überlegen, ob du sie splittest. Und Frage 2 ist für mich so ein bisschen, wie ist denn so deine Angst, dass vielleicht irgendwie, warum auch immer, wieder das Ganze, was ja momentan eh schon relativ nischig ist und dich gerade mal in so ein halbwegs brauchbares Wasser oder Fahrwasser bringt, davon leben zu können, dass das dann vielleicht wieder absackt, warum auch immer, was ja doch vielleicht gerade weiß, noch nicht so pompös ist, vielleicht schneller gehen könnte. Wie gehst du mit den zwei Themen um? Wie existieren die? Also sozusagen auszubrennen ist schon eine Gefahr, der ich mir bewusst bin. Okay. Da ist zum Beispiel auch diese explizit bewusste Entscheidung gewesen, dass ich nicht an 2 Tagen in der Woche abends streame, um eben den Ausgleich mit anderen Menschen zu haben. Trotzdem merke ich immer noch, auch im Feedback mit anderen Menschen, dass ich da sehr, sehr, sehr invested bin. Aber das Gute ist, dass ich ein Umfeld habe, das mir auch ehrlich dieses Feedback gibt und mich immer manchmal so ein bisschen dämpft, sag ich mal, dass ich nicht da einfach komplett versumpfe, ist jetzt schwierig, aber einfach sozusagen da einfach drin verloren gehe. Und aber ja, das ist schon eine Gefahr. Also wenn man sich mit dem Thema so viel beschäftigt wie ich im Moment, ich hab das Glück, dass ich es noch nicht leid bin. Und ich habe vor allen Dingen auch tatsächlich irgendwann im Leben, das ist jetzt ein bisschen tiefgründiger, im Leben die Entscheidung getroffen, dass ich nur noch die Dinge mache, für die ich wirklich brenne und für die ich wirklich stehe. Also ich habe halt auch an der Uni gearbeitet und dann gab es immer Hierarchien und dann auch als studentische Hilfskraft und die Leute waren immer irgendwie komisch und das wollte ich irgendwie alles nicht. Und was sich so seit 10 Jahren durch mein Leben gezogen hat, ist halt irgendwie Magic. Und ich habe halt ja wirklich herausgefunden, dass das eine Sache ist, für die ich brenne. Und das hält mich auch dabei und das motiviert mich, da weiterzumachen. Und eben mit diesem einigermaßen gesunden Feedback, das ich von außen bekomme, habe ich nicht so eine, glaube ich, nicht so eine große Gefahr, da in dieses Magic Burnout, sage ich jetzt mal, zu gehen. Ja. Die andere Sache, die ist tatsächlich so ein Damoklesschwert. Also, denn da haben wir ja vor geraumer Zeit jetzt schon drüber gesprochen, dass im Moment die Philosophie, die Magic und Wizards betreibt, alles so schnell rauszufeuern, betrachte ich schon mit einer gewissen Sorge. Also die, weiß ich nicht, ich komme da auch einfach schon gar nicht mehr hinterher. Also ich habe dann, ich war vor, letzte Woche Freitag war ich im Local Game Store und hab halt Standard gespielt und dann habe ich irgendwie einen Booster aufgemacht und dann waren irgendwie 68.000 verschiedene Artworks von einer Karte drin in Special Frame und da wird jetzt einfach so viel gemacht und das, manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt irgendwie sozusagen der große Abschluss, bevor halt irgendwie runtergeht. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Und ich hoffe, dass das Spiel, was jetzt irgendwie 27 Jahre lang so mega erfolgreich war, irgendwie weitermachen wird. Aber ja, das ist eine Gefahr, die ich tatsächlich sehe. Also ich hab da auch Sorgen, dass das unter Umständen vielleicht zumindest jetzt gerade auf jeden Fall eine Kurskorrektur benötigt. Also. Okay, so habe ich es tatsächlich noch gar nicht betrachtet. Ich bin ganz offen. Ich habe bis jetzt noch nicht das Gefühl, dass die Menge, die da jetzt gerade passiert, irgendwie genau das als Signal beherbergen könnte. Ich meine, klar, wir haben natürlich jetzt eine ganz spezielle Situation mit Corona, die natürlich auch Local Game Stores und dieses gesamte Community-Gefühl natürlich stark irgendwie auf Gefahrenschwelle setzen.
Aber ich meine, man hat ja auch schon vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren ja gerade, dass man Arena dann doch nochmal ins Leben gerufen hat und auch gepusht hat, hat man ja schon auch nochmal, ich sage jetzt mal, eine Alternative geschaffen. Dann haben wir ja trotz allem schon auch, finde ich, gemerkt, persönlicher Eindruck, dass auch Corona trotz allem einem Paper Magic, finde ich, für mich keinen Abbruch tun kann. Ich habe das Gefühl, die Menschen haben so eine Liebe zu diesem Hobby, dass das vielleicht gar nicht schädlich genug sein kann. Ja, aber ich glaube, das ist nicht Corona oder an sich das Problem, sondern ich glaube, ich verstehe schon die Strategie und auch den Umgang, den Wizards hat. Ich glaube, also ich bin der festen Überzeugung, dass tatsächlich 2021 ein sehr, sehr gutes Jahr werden kann. Und das, die Frage, die sich, also Magic wird sich verändern, also es wird anders werden. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages, ist dieser Switch, den gerade Wizards macht, auch wenn er wehtut, gerade für diese Spieleliebhaber, die seit langem dabei sind und die dieses Spiel so sehr schätzen, wird er wehtun, aber er wird dazu führen, dass dieses Spiel am Leben bleibt, weil ein großer Pool neuer Spieler reingespielt werden. Weil zum Beispiel, nehmen wir dieses Walking Dead-Thema, so wie gehasst es auch ist, aber was bringt das denn? Denn auf einmal schreibt eine TV-Movie über Magic the Gathering. Ja. Also das, was wir uns ja auch hoffen, dass das in die Mitte der Gesellschaft kommt, dass das ein, also es klingt komisch, aber das ist halt... Es braucht halt einen aggressiveren Weg, den man in der Magic-Welt so nicht gewohnt war. Jetzt reden Leute drüber, ein GameStar und Co., die nehmen gerade viel Geld in die Hand, dass Magic gerade auf Plattformen auftaucht, die davor nie über so ein Kartenspiel berichtet haben. Das tut uns als Liebhaber ein bisschen weh, aber den tut den gesamten Spiel, wenn da neue Leute reinkommen, tut es sehr, sehr gut. Und ich glaube, das ist so dieses eine, das Loslassen von meinen schönen alten Doodlelands, sag ich mal, die ich noch geliebt habe, weil die alt und griffig aussieht, aber das zieht halt keinen neuen mehr. Was ja dann aber eigentlich, ehrlich gesagt, wenn ich deinen Argumenten folge, Dani, eigentlich einen totalen Big Benefit ja eher in Richtung Kai bedeuten müsste, weil dann wiederum die moderneren Plattformen davon ja eigentlich dick profitieren müssten, was ja natürlich die Hoffnung ist. Also ich muss für mich sagen, auch da wieder nur eine persönliche Meinung, ich würde jetzt zumindest mal aus deiner Position kommen, Kai, weniger Sorgen um Magic in dieser digitalen Ecke haben, glaube ich jetzt fast weniger. Ich glaube, dass die einfach durchaus noch genug Potenzial bietet, weil da hat halt einfach Wizard of the Coast noch genug Spielraum und Luft, das nochmal anzutreiben und noch mehr zu formen. Ich glaube, da kann man durchaus noch deutlich mehr machen und das ist, glaube ich, eine Sache, die lässt sich wahrscheinlich am Ende des Tages leichter und günstiger etablieren als eben in so einem Papermarkt mit, keine Ahnung, regionalen Begrenzungen und was es da so alles gibt, glaube ich schon. Von daher, ja, aber trotzdem wollte ich halt dich einfach mal fragen, wie du mit solchen Ängsten umgehst, weil die können ja durchaus existieren. Und dann haben wir ja eben, glaube ich, und das ist vielleicht noch eine Ergänzung zu meiner ersten Frage nach der Angst eines Burnouts, ich glaube, ich würde es mal so einordnen, ich glaube, dass die Gefahr natürlich auch deutlich mehr existent erst ist, wenn wir uns eben in diesen Gefilden befinden, die man vielleicht schon ganz gerne hätte. Also richtig dick Asche mit so einem Hobby, oder sorry, Hobby ist es ja gar nicht, sondern mit so einem alternativen Arbeitsweg, Beruf zu verdienen, weil dann ist der Druck natürlich auch nochmal exorbitant höher. Also wenn du, weiß ich nicht, du kannst auch gerne mal gleich mal deine durchschnittliche Viewerzahl sagen. Du hast so im Schnitt durchschnittlich? Ja, so 160, 170 Viewer. Also jetzt machen wir mal einen Vergleich, hättest du halt pro Tag in so einer Session deine 5000 Viewer, dann ist da halt schon mal ein ganz anderer Druck auf der Pipeline. Und den, wenn man die ganze Zeit dann mit sich mitschleppt und dann für die immer wieder da sein und performen und antworten und nahbar sein will und das irgendwie aufrechterhalten will, weil man damit gestartet hat, ich glaube, das drückt halt nochmal ganz anders auf dieses ganze... Vor allem 5000 Viewer, wenn die alle Kommentare schreiben. Ja, ich meine ja, das ist ja das, wenn du dann eben genau versuchst, noch so zu bleiben, wie du mal gestartet hast, da glaube ich, kommst du dann irgendwann auch irgendwie in die Bredouille, dass du halt einfach dir noch treu bleibst, aber trotzdem irgendwie alle bedienst und das kann, glaube ich, auch noch viel schneller, ich glaube, diesen Druck halt erhöhen, in dem du dich bestimmt jetzt noch nicht befindest, aus verschiedenen Gründen, gutes Umfeld etc., aber das kann natürlich auch nochmal durch so einen neuen Accelerator passieren, wenn vielleicht wirklich die Serie durch die Decke geht, einfach nochmal ein komplett neuer Schwung reingespült wird an Leuten, die dann auch eher in diese Medien gehen. Jetzt kommt natürlich auch mit Arena, das was sie angekündigt haben, noch das Ganze auch noch auf Mobile Devices, ist ja nochmal ein ganz krasser Schub, der zusätzlich dazu kommt, der dann auch wieder natürlich die Leute in Richtung Twitch, die Jüngeren mit reinholt etc. Aber klar, ich sehe jetzt für dich
aus der Warte kommend, was vielleicht fehlende Zuschauerzahlen oder da ein Abbruch betrifft, ehrlich gesagt weniger die Gefahr. Aber klar, wie sich halt Magic in seiner Grundform verändert, das wird schon nochmal spannend. Also ja, bin ich schon bei dir. Das kann ich noch gar nicht greifen, wenn ich ehrlich bin. Das wird sich zeigen, weil man muss dazu sagen, das wird jetzt auch ultra viel ausprobiert. Also, ja, klar. Und die schauen halt immer, wie weit sie gehen können. Und am Ende des Tages müssen wir uns allen bewusst sein, wenn es Hasbro-Wizards gut geht, finanziell, tut es dem Spiel auch gut. Also tendenziell. Tendenziell. aber genau. Ich würde vielleicht nochmal einen Bogen hin erstmal zu deinem Namen gehen. Das ist jetzt mal ein ganz anderer Weg. Stimmt. Wo kommt eigentlich Solaris her? Warum hast du dich nicht einfach Kai auf Twitch genannt? Das ist einfach nicht so, das ist nicht so einprägsam. Also. Nee, tatsächlich hatte ich mal eine Phase so in der Schule, irgendwie 10., 11. Klasse, da habe ich viele Science-Fiction-Romane gelesen. Ja. Unter anderem auch Solaris von Stanislaw Lem. Und das ist einfach der Bezug. Das ist einfach daher gekommen tatsächlich. Ich mochte den Roman sehr, ich fand das sehr schön. Und ich muss auch sagen, ich habe den Namen einfach übernommen von meinen ersten Streaming-Experimenten damals, 2013, 2014, wo ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht habe, dass das irgendwann vielleicht mal eine Marke werden könnte oder dass das irgendwas Großes werden könnte. Naja gut, jetzt ist die Seite eingerichtet, der Name ist da. Bleibst du halt einfach bei Solaris. Also okay. Daher, ja, solange du dich damit wohlfühlst, ist doch wunderbar. Einen Bezug hast du total. Auch. Das ist doch eigentlich cool. Ideal. Aber ja. Denkt man manchmal gar nicht so nach, wo sowas eigentlich herkommt, aber ja. Ist halt meistens, wie es immer ist, ich meine, ich kenne es ja auch, man hat irgendwie keine Ahnung, ich meine, du bist ja dann doch auch irgendwie alterstechnisch in unserer Range, hast dann auch vor 10, 15 Jahren vielleicht mal irgendwelche Online-Games gezockt und hat man sich da so den ersten Nickname rausgesucht und ja, der bleibt ja, dann genau. Auch irgendwie hängen und bleibt ja doch auch irgendwo an einem haften, das ist ja auch so ein Ding, das zieht sich auch so ein bisschen mit durch die Zeit und dann bleibt man ja vielleicht aber auch bei so einem Namen. Jetzt würde ich gerne noch auf einen, du bist ja nicht nur Streamer, sondern bist ja auch auf YouTube und hast auch einen Podcast. Genau, das stimmt. Vielleicht magst du, das wäre jetzt quasi der Slot, wo du ein bisschen Werbung für dich machen kannst. Vielleicht erzähl mal ein bisschen was dazu. Was machst du für einen Podcast? Mit wem machst du den? Worüber wird da gesprochen? Und warum sollte man den anhören? Der Podcast heißt Phyrexian Arena, wie die Karte tatsächlich. Die Idee ist tatsächlich von einem anderen deutschen Magic-Streamer entstanden, Papierzeit heißt er. Und der hat gesagt und hat sich irgendwie über ein Jahr lang deutsche Magic-Streamer angeschaut oder deutschsprachige Magic-Streamer angeschaut und wollte schon immer mal irgendwie einen Podcast über Magic machen und hat halt nur die richtigen Leute gesucht. Der hat schon vorher irgendwie im Bereich von Tech-Podcasts viel gemacht und dann hat er eben mich angeschrieben. Und noch ein Schweizer, Danny T. Law heißt er, ist auch ein Magic-Streamer. Und dann noch Woody. Woody ist so ein bisschen der Außenseiter bei uns im Podcast. Der ist immer der, der so die Paper-Sache einnimmt, so ein bisschen, ja, aber früher war das so und so. Und wir haben halt so drei, sagen wir mal, hauptsächlich auf Arena spielenden Magic-Streamer. Und den einen Gegenpol, der immer sagt, ja, aber in der Paperkarte war das viel besser und so weiter. Und Phyrexian Arena, wie der Name schon sagt, dreht sich allerdings hauptsächlich um Arena. Mhm. Wir beleuchten Magic aus der Sparte, was gibt's Neues für Arena? Zum Beispiel, was sind neue Draft-Formate? Was ist jetzt neu darauf gekommen? Was kann man jetzt für ein FNM-Event auf Arena spielen? Oder kommt jetzt wieder ein neues Qualifier-Event? Und wir gehen so ein bisschen hauptsächlich über die Entwicklung neuen Sachen, welche neuen Feature werden auf Arena erstellt und so weiter. Und wir gehen hauptsächlich auf Arena ein. Wir lassen Paper nicht komplett fallen und erzählen da auch so ein bisschen was drüber, was wenn es irgendwas Neues gibt, aber der Fokus liegt halt eben auf Arena. Warum das hören sollte? Weil das vier sehr nette Menschen sind, die ganz viel Ahnung von Magic haben und euch ganz viel beibringen können und super witzig sind. Ja, ich bin darin immer sehr gut. Und in dem Moment, wo es natürlich nicht irgendwie auch unser Gefilde irgendwie tangiert, gerne auch zu den Kollegen von Phyrexian Arena gehen, dann gibt es da auch kein Hauen und Stechen, aber um Gottes Willen, jeder hat seine Daseinsberechtigung und wenn ihr euch so stark um Arena kümmert, da gibt es bestimmt den einen oder anderen da draußen, der selbstverständlich auch Arena spielt, der sollte auf jeden Fall natürlich diesen guten deutschsprachigen Content mitnehmen und einschalten. Ja, ich glaube, das ist das Wichtige. Also ich glaube, alle können dazu beitragen, dass deutschsprachiger Content groß wird. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, exakt. Weil das ist, glaube ich, das, was fehlt und ich glaube, da gibt es so viele Gute da draußen, also die gerade echt coolen Content machen und
die unglaublich viel Zeit investieren in diese ganze Geschichte und man muss nicht immer auf Channel Fireball gehen. Auch das, und auch das ist auch, was ich wirklich mittlerweile durch diese ganzen das Interviews stimmt. mitgenommen habe mit den Leuten, die wir jetzt so in dieser Community halt doch auch alle ebenfalls nahbar immer irgendwie erreichen konnten. Am Ende des Tages merke ich jedes Mal in jedem Gespräch, dass sich da irgendwie so immer so ein kleiner Schulterschluss ergibt und man merkt, hey, am Ende des Tages kämpfen wir eigentlich alle fürs Gleiche. Da gibt es eben noch keinerlei Wettbewerbsdenken oder hey, um Gottes Willen, da gibt es einen anderen Podcast, hoffentlich klaut er uns jetzt nicht irgendwelche Zuhörer oder so. Sondern am Ende des Tages merken wir schon alle auch irgendwie, und das ist auch schön, gibt sich jetzt auch in dem Gespräch wieder, dass man einfach nur davon profitiert, wenn wir uns alle gegenseitig irgendwie ein Stück weit unterstützen und deswegen gerne auch zur Phyrexian Arena gehen. Solaris ja. auch auf Twitch anschauen, also da haben wir alle und was davon. Ganz und Schweinchen in den Kommentaren hinterlassen. Schweinchen da lassen. Dann weiß der Kai immer, ah, das ist einer genau. von denen. Einer von den Verrückten. Sehr gut, ja, okay. Guter Wiedererkennungswert das, auf jeden das Fall. Das stimmt auf jeden Fall. Jetzt haben wir tatsächlich viel gesprochen und haben eigentlich immer noch wirklich viele Fragen, aber nichtsdestotrotz muss man ja irgendwann leider auch mal zu einem Ende finden. Was mich enorm interessiert, ist natürlich so ein bisschen dein Blick in die Zukunft. Also so ein bisschen, wenn du dir mal die Zukunft malen dürftest und wo so ein bisschen deine persönlichen Ziele liegen. Ich meine, du hast es ja auch schon während dem Gespräch mal kurz angedeutet, von wegen, hey, klar, im Idealfall wäre ich schon vielleicht irgendwann mal bald an so einem Punkt, wo ich mir nicht mehr so viel Gedanken machen muss, weil das alles so ein bisschen von alleine läuft, wo ich vielleicht dann doch auch mal ein bisschen aussuchen darf und immer mehr auf mich aufmerksam werden. Ich meine, es ist schon passiert, ja, klar, es hat sich immer mehr ergeben. Aber trotzdem, wenn du das mal so ein bisschen zeichnen darfst, was wäre dann so dein persönliches Wunschszenario zum einen für dich, im Sinne von, ich bin Streamer, ich mache so mein Hobby irgendwie ganz zum Beruf, was ich ja jetzt schon tue, auch mit Podcasts und YouTube. Also wo geht denn da dein Weg und deine Reise noch hin und dann vielleicht auch so ein bisschen auch auf Magic bezogen? Also wenn du so die zwei Themen mal mit deiner Zukunftsvision belegen dürftest. Also tatsächlich, ich hatte zu Beginn ja schon gesagt, dass ich ein relativ kompetitiver Mensch bin und das zieht sich auch in meine Ziele von Magic als Streamer oder als Streamer-Persönlichkeit rein. Ich habe vor, oder mein Ziel ist tatsächlich, die deutsche Nummer 1 zu sein. Also okay. Ich will irgendwie, okay. Das ist sehr ambitioniert und ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass ich viele Leute irgendwie damit verschrecke oder so, aber mein Ziel ist es tatsächlich, ich wäre gerne so in gewisser Weise das Gesicht von deutschem Magic. Irgendwie zum Teil läuft das ja jetzt schon über diese Co-Streams, dieser großen Events und so weiter und mein Ziel ist dahingehend, dass ich einfach eine Person bin, die Leute wahrnehmen. Zum einen wahrnehmen, aber zum anderen auch trotzdem dabei immer noch so ein bisschen diese Nahbarkeit, die du erwähnt hast, behalten kann. Also wenn ich mir meine perfekte Zukunft malen könnte, wäre ich gerne ja, ein sehr, sehr großer deutscher Magic-Influencer, der aber nicht als arrogantes Paket rüberkommt, sondern einfach immer noch ein Ohr für alle Viewer hat. Und das nehme ich mir vor und das ist mir wichtig. Und das ist sozusagen der Plan in mittelfristiger, langfristiger Zukunft. Was Magic angeht, ja, also ich will auf jeden Fall meine Proto spielen. Und ich will auch, oder halt jetzt neuerdings Mythic Invitationals, wie auch immer sie heißen mögen. Also diese höchsten Events, die Magic vom Spiellevel hat, da würde ich gerne einfach mal dran teilnehmen. Es war teilweise schon manchmal sehr knapp auf Grand Prix und auch jetzt bei so Arena-Events, aber einmal auf der größten Bühne eines Magic-Turniers teilnehmen, wäre schon echt geil. Also das wünsche ich mir schon irgendwie. Das glaube ich. Also wir wünschen es dir auch, ja. Aber allein unter dem Aspekt, wenn du es mal schaffst, dann wollen wir exklusives Interview-Vorrecht. Okay, klar. Sichern wir uns jetzt ist bei jetzt jedem. Hiermit vereinbart. Das machen wir jetzt machen. Bei jedem. Irgendeiner muss es ja mal schaffen. Wir machen das jetzt einfach, bis uns irgendwie einer mal mit dem Erfolg überrascht. Aber nein, klar. Also wir können, dann sponsern wir. Genau. Wenn ihr schon mit Yamin und mit Toffel geredet habt, seid ihr auf jeden Fall, habt ihr schon eine ganz gute Bank. Also die beiden sind ja schon extrem gut, von daher, da könnte ich mir gut vorstellen, dass ihr ein Exklusiv-Interview bekommt. Das müssen wir mal gucken wieder. Aber ich find deine Pläne cool, also im Sinne von, du weißt selber, sie, glaube ich, ganz gut einzuordnen. Also auch das strahlst du weiterhin aus und ich finde es sehr gut, wenn man ambitionierte Ziele hat, denn der Weg ist immer das Ziel und jeder hat dann so seine eigene Kraft und seinen eigenen Willen, das Ganze zu erreichen. Ich finde, du hast auch gerade jetzt in diesen
diesen knapp 1,5 Stunden, die wir schon fast haben, hast du wunderbar skizziert, dass man den Weg aber auch schaffen kann. Egal, ob das jetzt wirklich mehr oder weniger bei Null losgeht, dass man sich halt dann einfach trotzdem nicht davon verschrecken lassen darf, dass sich das Ganze langsam aufbaut. Ja, offen gesprochen, 160 Viewers in einem Stream, die klingen nicht viel, aber wir sind das in der Nische und das ist trotzdem, es ist viel Arbeit, da steckt viel Liebe drin, man wird trotzdem bekannter, man macht sich einen Namen, plötzlich wird man dann auch an der einen oder anderen Stelle zu einem Gesicht. Ja, und im Idealfall bist du halt irgendwann mal unser Day 9 in Deutschland und das ist dann schön, weil dann hast du so für dich ein Stück weit Lebenswerk erschaffen, auf das du dann mit Stolz zurückblicken kannst und sagen kannst, ich habe mir vor ewigen Jahren mal geschworen, ich möchte halt nicht in diese klassischen Hamsterrad-Mechaniken unserer Wirtschaft hineingezwungen werden, sondern ich möchte mir treu bleiben. Und ich muss sagen, ich schätze das sehr. Mich freut es, dass Menschen eben sowas dann nachgehen und dass du da auch schon auf einem guten Weg bist. Das haben wir jetzt durchaus, glaube ich, durch die ganzen Infos auch schon erleben dürfen oder auch miterleben dürfen. Und deswegen hat es mir enorm viel Spaß gemacht, mit dir über diese ganzen Punkte zu reden. Mir hat es auch sehr Spaß gemacht, mal eine andere Seite von Magic anzuschauen. Wir sind mit Arena und Online einfach nicht so bis jetzt in Berührung gekommen. Auch ich habe immer wieder so ein bisschen noch meine Zweifel, ob ich da in diesem Segment groß irgendwie mich ausleben werde. Ich weiß es nicht. Kostet halt auch wieder Zeit, neben dem, was wir so tun. Aber trotzdem war es mal spannend, einfach mal diese Blickwinkel zu bekommen. Ich weiß, dass ich jetzt immer wieder mal Twitch anschmeißen werde, um nur dir zuzugucken, einfach weil wir gesprochen haben, weil ich sehen will, weil es mich natürlich jetzt noch mehr interessiert. Ich also kann zwei Zuschauer hast du mehr gewonnen, auf jeden Fall. Also hat sich der Podcast schon gelohnt. Ein paar mehr werden wir auf jeden Fall finden. Ich würde von meiner Seite jetzt an der Stelle so ein bisschen zum Ende finden. Ich meine, in der Regel, klar, der Gast hat immer das letzte Wort. Daniel, damit überrumpel ich dich wieder. Ja. Hast du dann nochmal irgendwelche abschließenden Worte für den Kai? Ich fand es mega angenehm. Also es war wirklich ein tolles Gespräch und ich habe das Gefühl, das, was du für dich beschlossen hast, das, was Marc gerade eben gesagt, das Thema Hamsterrad und Co., an dem Punkt, den du schon für dich schon überwunden hast, da kann ich mich sehr gut identifizieren, dass ich befinde mich gerade an einem sehr ähnlichen Punkt. Deswegen fand ich das allein dahingehend echt, echt super. Und auf jeden Fall nochmal an alle Zuhörer, bitte Schweinchen in die Kommentare. Schweinchen in den Chat. In den Chat, ja. Wundervoll, wundervoll. Genau, dass er sich Geschweinchen fühlt. Und und dann nochmal vielen Dank für deine Zeit und dass du mit uns gesprochen hast. Kai, bevor ich den Podcast schließe, was hast denn du vielleicht noch so für abschließende Worte? Egal welcher Form, darfst alles raushauen, was du möchtest. Egal welcher Form. Ja, also tatsächlich würde ich mich auch ganz, ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Es war eine super angenehme Atmosphäre. Es hat richtig Spaß gemacht und es gibt sicherlich noch super viel zu erzählen. Also falls ihr irgendwann nochmal einen Gast benötigt für eine Podcast-Folge, bin ich auf jeden Fall gerne dabei. Ich danke euch super für die Einladung. Es hat mega Spaß gemacht. Auch nochmal jetzt hier ganz, ganz herzliches Dank für eure Geduld mit den technischen Schwierigkeiten am Anfang. Es war echt mega. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Vielen Dank einfach für die Erfahrung. Schön. Cool. Tolles Feedback, da freuen wir uns sehr darüber. Meine persönlichen Worte an dich, Kai, auch das gleiche zurück. Es hat echt wirklich riesigen Spaß gemacht. Es waren super interessante Themen, die du so alle angerissen hast. Für mich teilweise sehr inspirierend. Schließe mich da auch ein bisschen Daniel an, einfach von jemandem zu hören, dass er sich da einfach so reingefuchst hat und daran glaubt und daran arbeitet. Inspiriert, das ist schön. Ich hoffe, dass du das auch noch weiter nach außen tragen kannst und noch weitere Menschen damit motivieren kannst. Das wäre das Schönste, weil dann lohnt sich die Arbeit, die wir, das sage ich jetzt doch an der Stelle auch mal, wir reinstecken auf jeden Fall. Und deswegen ist auch für uns enorm schön, dass wir dann doch auch so ein Schwergewicht dieser Magic-Branche jetzt auch aus der Online-Welt einfach zu Gast hatten. Riesen danke dafür. Ja, und damit muss ich sagen, wir haben im Endeffekt die Folge 22 hinter uns gebracht. Wieder mal gesponsert von cardmarket.com, Europas größtem Online-Händler für Kartenspiele jeglicher Art. Mittlerweile ist das ja in Fleisch und Blut übergegangen. Ja, aber da wir natürlich wieder einen Coupon verlosen wollen, haben wir dieses Mal die Aufgabe für euch, dass ihr uns netterweise in die Kommentare unter des YouTube-Videos schreiben sollt, was ihr denn für Fragen an Kai habt, die wir dann gerne natürlich auch an Kai weiterleiten. Was wollt ihr vielleicht noch wissen? Beantwortet. Dir vielleicht sogar im Stream beantwortet, genau. Also da gerne einfach eine gewisse Synergie herstellen. Das heißt, wir verlosen wieder einen Coupon unter den ganzen Teilnehmern bei den nächsten Kommentaren. Deswegen haben wir da, glaube ich, eine ganz nette Brücke gebaut. Und dann würde ich sagen, das war Nackt und Rosa, der Snapcast, Episode 22. Kai aka Solaris, den vielleicht bald Deutschlands bekanntesten Magic-Spieler, Kommentator, Influencer an Bord gehabt, mit irgendwann mal einer Folgesession. Wir freuen uns, wünschen dir bis dahin alles, alles Gute, viel Erfolg bei deinem Weg, den du schon ordentlich verfolgst. Ich habe da keine Sorgen, das wird so weitergehen. In diesem Sinne, ich sage herzlichen Dank, dass ihr alle dabei wart und wünsche euch einen schönen Abend. Servus. Und sag tschüss, bis bald. Tschüss.